Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Sonderleserkonferenz der Zeitschrift Rettungsdienst. Mein Name ist Sebastian Jürgen und ich darf Sie auch heute Abend wieder als Moderator in meiner Funktion des Redaktionsmitglieds des SMK Verlages begrüßen und ich freue mich besonders, dass ich zu diesem Thema, was ein Stück weit Land auf Land ab die Kolleginnen und Kollegen vor Ort beschäftigt, die Diskussion anheizt, dass es gelungen ist, eine hochkarätige Expertengruppe zu bekommen, die sich heute Abend Zeit genommen haben, mit uns einmal auf das ein oder andere Thema zu schauen. Und ich würde sagen, wir schauen, bevor wir die Kolleginnen und Kollegen dazu holen, einmal kurz auf den Ablauf und versuchen uns so ein wenig zu organisieren. Denn unser Ziel ist es natürlich, Fragen zu beantworten. Unser Motiv ist, für die Fragen vor Ort ein Stück weit Klarheit zu schaffen, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort dabei zu helfen, aus unterschiedlichsten Perspektiven die aktuelle Diskussion einzuordnen und ein Stück weit zu schauen, aus welcher Perspektive stehen wir aktuell wo? Und ich möchte ein Stück weit um Verständnis werben, dass wir das natürlich in dieser Größenordnung ein wenig orchestrieren müssen. Und vor diesem Hintergrund würde ich darum bitten, dass wir gemeinsam darauf achten, dass wir die Fragen, die ausdrücklich gewünscht sind und wo wir am Ende wirklich der Diskussion noch mal 20 Minuten Zeit investieren möchten, um den Kolleginnen und Kollegen den Platz zu geben, um individuelle Fragen zu stellen, die vielleicht jetzt in dem vorderen Teil der Diskussion noch nicht aufgerufen wurden, zu beantworten. Dafür würden wir gerne das F&A-Modul in der Funktion nutzen. Bitte beachtet, dass das ausschließlich in der Zoom-Komponente geht. Und es wäre wichtig, dass die Frage klar formuliert ist, dass wir bitten würden, nur, also dass wir nur darauf, oder dass wir darauf hinweisen, dass wir nur Fragen veröffentlichen bzw. bearbeiten, wo da auch der Absender namentlich genannt ist. Und es wäre sicherlich auch ein Stück weit hilfreich, denjenigen aus der Expertengruppe in der Frage zu benennen, wer zu dieser Frage Stellung beziehen soll. Ich glaube, wir sollten starten. So ein hochkarätiges Publikum sollte man nicht warten lassen. Vor diesem Hintergrund darf ich Sie alle dazu bitten und ja, uns einen schönen Abend mit spannenden Diskussionen wünschen, wovon ich fest überzeugt bin. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, ein herzliches Willkommen in die Runde. Land auf, Land ab haben sich Experten zusammengefunden, um die verschiedenen Perspektiven in der Diskussion beizutragen. Und damit die Leserinnen und Leser vor Ort es nochmal klar einordnen können, welche unterschiedlichen Expertisen und Blickwinkel wir heute Abend für Sie vorbereitet haben, starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und die Kollegen, die dran sind, würde ich bitten, einmal den Hintergrund zu erläutern, sich vorzustellen und ein Stück weit vielleicht auch mal so ein erstes Schlaglicht zu platzieren. Was ist denn für Sie persönlich Notsan G, Paragraph 2 Anton Morx? Meilenstein. Lassen Sie uns beginnen, Dr. Janusz Dahm. Ich freue mich, dass wir Vertreter aus der Bundespolitik dabei haben. Herzlich willkommen. Beginnen Sie gern. Ja, vielen Dank für die Einladung und den spannenden Aufschlag. Ich finde gut, dass wir die aktuellen Veränderungen zum Anlass nehmen, um gemeinsam zu beraten, sich einmal anzuschauen, was ändert sich tatsächlich und auch wie kann es im Detail zukünftig weitergehen. Vielleicht kurz zu mir selbst, Janosch Dahm, 39 Jahre alt, für Bündnis 90 Die Grünen, im Bundestag im Gesundheitsausschuss für die Themen Notfallversorgung, Rettungsdienst und den ganzen Großkomplex des Pandemiemanagements zuständig. Ich bin ganz neu im Bundestag, seit November vergangenen Jahres dort nachgerückt, in Verstärkung der Fraktionen. Komme selbst aus dem Rettungsdienst, bin vorher Oberarzt der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes im Land Berlin gewesen und dort mit vielen der Fragen, über die wir auch heute Abend beraten werden, intensiv betraut gewesen. Hab nach meinem Medizinstudium die Ausbildung, die Facharztausbildung zum Unfallchirurgen gemacht und mich dann aber im Verlauf über viele Stationen, vor allem mit der Notfallmedizin beschäftigt. Ja, und bin sehr gespannt auf den Austausch. Ich
Blick auf die aktuelle Debatte zum Notfallsanitätergesetz mag ich vielleicht eingangs folgendes Statement abgeben. Ich glaube und bin sehr froh, in einer sehr hitzigen und intensiven Debatte der letzten Wochen in einem kleinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass wir eine, ich glaube, das kann man schon sagen, über lange Zeit völlig festgefahrene Diskussionen noch in ein konstruktives Fahrwasser gedreht haben. Die politischen Debatten, das war für mich ja auch neu, sind da immer nicht ganz einfach, weil sie teilweise gar nicht so sehr nur direkt ausgetragen im Plenarsaal stattfinden, sondern oft auch über längere Zeit in intensiven Fachberatungen und dann manchmal auch sehr kompliziert und wenig nachvollziehbar geführt wurden. Aber ich glaube, man kann eins sagen, der über lange Jahre intensive Prozess vieler Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter und auch eine Reihe ärztlicher Kollegen, die immer wieder darauf hingewiesen haben, gesagt haben, es gibt hier ein intensives Problem mit der geltenden Rechtsmaterie, was angegangen werden muss, wo wir Rechtssicherheit schaffen muss. Der hat sich belohnt, der hat sich ausgezahlt, sodass wir jetzt eine Reform haben, die im Alltag vor allem einen Unterschied macht, dass sie die rechtlichen Klarheiten schafft, die eingefordert sind. Aber meiner persönlichen Meinung nach erst der Anfang einer Reihe von notwendiger politischer Reformen ist, die wir dringend brauchen, um die Versorgung vor Ort und moderne Notfallmedizin in Deutschland wirklich greifbar zu machen. Okay, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend dabei sind. Herzlichen Dank für das Statement und auch an Professor Gordon Herringshausen von der Akon Hochschule ein herzliches Willkommen. Stellen Sie sich doch gern einmal vor und platzieren Sie doch Ihr Statement zum Kontext. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wieder mal zur Leserkonferenz. Ich freue mich drauf auf eine spannende Diskussion. Ja, ich bin seit 25 Jahren Rettungsdienstler. Das werden die Kollegen draußen an den Bildschirmen kennen. Klassische Ausbildung vom Rettungssanitäter über den Lehrrettungsassistenten, Notfallsanitäter, Praxisanleiter. Also den normalen Weg der Entwicklung. Ich bin seit 7 Jahren Hochschullehrer an der Akon Hochschule in Berlin. Und bin der Professor für Gesundheitswissenschaften, Pädagogik und Erwachsenenbildung. Ja, ich bin Studiengangleiter Medizin und Notfallpädagogik und mein Tagesgeschäft ist eigentlich, ja, das sich beschäftigen mit Fragen rund ums Management, rund um die Pädagogik in der Notfallmedizin. Und mein Statement heute hier ist, dass der Paragraph 2a Notsanitätergesetz sicherlich ein wichtiger und notwendiger Schritt in die richtige Richtung im Kontext der Professionalisierung ist, aber dass entscheidende Fragen offen bleiben. Okay, herzlich willkommen und herzlichen Dank. Dr. Ralf Kiepke aus Dresden, herzlich willkommen in der Runde. Ja, guten Abend in die Runde und vielen Dank an die Redaktion. Super Forum, viele Leute, erreicht man ja sonst nicht so. Freue mich sehr, dass ich hier dran teilnehmen kann. In Dresden haben wir schon viele Jahre Standards. Wir haben Zertifizierung. Ich leite dort ärztlich die Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst und seit einigen Jahren jetzt auch Qualitätssicherung. Das heißt, ich sehe, was dokumentiert wird, was sind die Notkompetenzmaßnahmen. Und ja, ich habe weniger diesen rechtlichen Blick, mehr den ärztlichen. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht so ganz das Problem, was gelöst wurde. Oder ich sehe nicht, ob es gelöst wurde. Ich frage mich, ob es nicht dadurch sogar eine Verschärfung gibt. Ich frage mich, welche Folgen haben wir im Strafrecht? Gibt es hier ein höheres Risiko wegen unterlassener Hilfeleistung auf der einen Seite zur Rechenschaft gezogen zu werden? Auf der anderen Seite, was ist bei Komplikationen, die dann ein Notfallsanitäter, eine Notfallsanitäterin vielleicht doch nicht beherrschen? Was ist mit der Behandlung vor Ort, was ja niemand redet drüber, aber immer mal wieder passieren soll? Viele Fragen, die für mich im rechtlichen Rahmen offen sind und wo ich aber bisher jetzt nicht das Gefühl habe, dass hier reihenweise Notfallsanitäter verklagt und verurteilt wurden. Und ich sehe auch nicht, dass das durch dieses Gesetz jetzt verbessert wird, die nicht verurteilt wurden. Das meiste ist ja doch arbeitsrechtlich und viele sind dann wieder eingestellt worden. Das ist das, was ich von 25 Jahren Rettungsassistenten so kenne. Also ich wünsche mir auch sehr eine
stärkere Handlungssicherheit. Und hier sind vor allen Dingen in meinen Augen die ärztlichen Leiter Rettungsdienst in der Pflicht, Standards zu schaffen, zu zertifizieren und auch das dann zu kontrollieren. Und ob da dadurch jetzt eine höhere Rechtssicherheit geschaffen wird oder nicht, da bin ich auf die Diskussion hier sehr gespannt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Marco König, erster Vorsitzender Deutscher Berufsverband Rettungsdienst. Schön, dass du da bist, Marco. Leite doch gern einmal ein und für die, die dich kennen, ordne dich doch gern nochmal im Zusammenhang ein. Ja, Sebastian, vielen Dank. Ja, du hast ja eben schon gesagt, was meine Aufgabe ist und ich übe diese Aufgabe auch von Beginn an aus. Das heißt, ich durfte bei der sogenannten Novellierung des Rettungsassistentengesetzes 5 Jahre im BMG in Bonn ein- und ausgehen. Und es war damals schon ein dickes Brett, was man bohren musste, um dann ein neues Gesetz zu bekommen, das Notfallsanitätsgesetz. Aber das Brett, was jetzt gebohrt wurde, das war noch deutlich dicker. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe 2013, als das Gesetz verabschiedet wurde, gesagt, dass wir gerne die paar wenigen Maßnahmen im rechtfertigen Notstand ausführen dürfen, weil ich davon ausging, dass die meisten invasiven Maßnahmen, wie zum Beispiel in Dresden, im Rahmen der Mitwirkung stattfinden. Und wir mussten ernüchternd feststellen, dass das mitnichten so war. Viele ärztliche Leiter Rettungsdienste haben diesen Auftrag nicht wahrgenommen und es gab verschiedene auch Arbeitsgerichtsprozesse und es ist einfach auch eine fehlende Wertschätzung, wenn man im rechtfertigen Notstand arbeiten muss. Das gibt es bei keiner anderen Berufsgruppe. Und jetzt so zu tun, als wenn das kein richtiger und wichtiger Schritt war, das irritiert mich sehr. Und ich bin auch sehr irritiert darüber, dass wir jetzt auf einmal über Begrifflichkeiten wie beherrschen sprechen müssen. Was sind wesentliche Folgeschäden? Die stehen seit 2013 drin und sind seit 2014 in Kraft getreten. Und daran haben wir gearbeitet. Und das ist eben nichts Neues. Und wir sollten lieber jetzt die Zeit darauf verwenden, das, was wir erreicht haben, auf die Straße zu bringen, weil es steht einer im Fokus und das ist der Notfallpatient. Und das geht mir leider viel zu häufig verloren. Danke. Okay, herzlichen Dank für die Position. Dr. Florian Reifenscheid, herzlich willkommen, Vorsitzender der BAND. Stellen Sie sich doch gerne noch einmal vor und wie ist Ihre Sicht auf das Thema? Ja, guten Abend, lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung, für die Anmoderation. Guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich bin Anästhesist von Haus aus, bin als Notarzt tätig, habe eigentlich eine typische Anästhesistenkarriere hinter mir, würde ich sagen, habe also im Rettungsdienst angefangen als Zivilrettungssanitäter, Rettungsassistent und kenne sozusagen beide Seiten und bin jetzt überwiegend in der Luftrettung und in einem Maximalversorger tätig. Ich glaube, oder was ich beobachte durch die tägliche Tätigkeit im Notarztdienst ist, dass wir mit der Einführung des Notfallsanitäters einen tatsächlich großen Schritt im Rettungsdienst gemacht haben. Also die Kolleginnen und Kollegen, die wir damit an die Seite gestellt kriegen, machen eine sehr gute Arbeit und haben eine per se sehr gute und in vielen Teilen auch sozusagen auf meine eigene Rettungsassistentenkarriere zurückblickend besser strukturierte Arbeitsweise, als wir das vielleicht früher hatten. Also insofern ist die Einführung des Notsan per se ein großer Schritt und die Wertschätzung oder Anerkennung, diese Tätigkeiten jetzt auch sozusagen eben nicht mehr im Paragraph 34 rechtfertigender Notstand durchführen zu müssen, ist sicherlich gerechtfertigt und auch fällig gewesen. Ich glaube, dass wir in der aktuellen Diskussion, aber jetzt, nachdem dieser Meilenstein erreicht ist, uns wieder etwas mehr um die tatsächlichen Inhalte, also die tatsächliche Versorgung des Notfallpatienten kümmern sollten. Vieles passiert ja gar nicht unbedingt in dem Bereich, den 2a jetzt regelt, sondern vieles passiert ja eigentlich in einem Bereich, der, finde ich, in Teilen vielleicht auch besser im Bereich 2c gemanagt werden könnte. Und aus meiner Sicht müssen wir eigentlich die Arbeit und die Diskussion dahin entwickeln, wie können wir denn im Bereich 2c viel mehr Dinge so regeln, dass sie vernünftig durchgeführt werden können. Dass letztendlich aber auch ärztliche Leiter Rettungsdienste auch die Möglichkeiten haben, Dinge zu regeln und im Bereich 2c den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern
möglich zu machen. Also insofern, ich freue mich, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Ich glaube, dass wir, so wie Herr Heringhausen das gesagt hat, noch einen Berg voll Arbeit vor uns haben und dass wir diese Themen jetzt angehen müssen und zwar ganzheitlich betrachtet, also nicht nur mit Blick auf den Notfallsanitäter, sondern mit dem Blick auf alle in der Notfallmedizin präklinisch tätigen Mitarbeiter. Danke. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Bernd Spengler, treten wir in die juristische Perspektive ein. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch gern einmal vor und wie ist Ihr Blick auf die aktuelle Situation? Ja, Bernd Spengler, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich bin 10 Jahre lang im schönen Würzburg Rettungsdienst gefahren und habe dann wahrscheinlich ähnlich wie dann noch Kollege Tries quasi nach mir den Weg in eine andere Richtung eingeschlagen als die restlichen Teilnehmer hier. Ja, wie sehe ich die Entwicklung? Ich würde es mal so formulieren, um es mal wirklich mit einem knappen Statement zu eingangs machen. Nichts ist sicher, aber einiges ist sicherer geworden. Okay, herzlichen Dank. Schauen wir noch etwas genauer im Verlauf drauf. Henrik Südowe, Notfallsanitäter aus Leidenschaft, hätte ich fast gesagt. Herzlich willkommen, Henrik. Ordne das doch gern einmal aus deiner Sicht ein. Stell dich kurz vor. Vielen Dank, Sebastian. Ja, hast du recht. Ich mache seit 1996 mit im Rettungsdienst, habe zwischendurch studiert, bin Diplom-Gesundheitslehrer nach einem Studium der Sportwissenschaften und Gesundheitswissenschaften und ich begrüße dieses Gesetz außerordentlich. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich mal nutzen, mich bei der Politik zu bedanken, sowohl bei der Bundespolitik, Herr Damm, als auch bei der Berufspolitik, Marco. Denn nach vielen Gesprächen mit Kollegen habe ich schon vernommen, dass das als extrem wichtiger Meilenstein auch so wahrgenommen wird im Rettungsdienst. Wir arbeiten ja in einer sehr skurrilen Situation. Wer einen guten Job machen möchte im Rettungsdienst, der ist zunächst mal gezwungen, einen initialen Rechtsbruch zu begehen, aus dem man sich dann auf dem Prozess der juristischen Deklination dann im Nachhinein herauslavieren konnte über eine Rechtfertigungskonstruktion. Das ist im Prinzip eine unerträgliche Situation gewesen und wir sollten uns alle nicht vormachen, dass das nichts mit den Menschen getan hat. Ich glaube, dass die Folgen für ein berufliches Selbstverständnis der Berufsangehörigen und auch die Folgen für die berufliche Sozialisation derjenigen, die diesen Beruf ergreifen wollen, erheblich sein dürften und dass wir das viel zu wenig wahrgenommen haben. Also das ist für mich persönlich jetzt erstmal ein großer Schritt, auch wenn das für meine tagtägliche Arbeit fast nichts bedeutet. Wir sind hier gut aufgestellt. Hier gibt es eigentlich ist alles über 2C-Maßnahmen beschrieben, da wo ich arbeite zumindest. Ich weiß, dass das nicht überall in Deutschland so ist. In meinem Bereich kann ich mich auf 2C berufen, in großen Teilen. Insofern werde ich alle 2 Jahre mal vielleicht in eine solche Situation geraten. Trotzdem glaube ich, dass das aus pädagogisch, aus psychologischer Sicht ein Riesenerfolg ist, der da erzielt worden ist. Henrik, herzlichen Dank. Und Rechtsbruch, Ralf, das ist doch quasi sozusagen fast dein Stichwort. Ralf Tries, herzlich willkommen. Orte das doch gern mal ein. Stell dich vor. So, guten Abend. Da gab es die ersten technischen Probleme. Das sind halt die Juristen. Ja, ich stimme all meinen Vorrednern in einem Punkt zu. Das ist das Wichtigste und das teile ich. Handlungs- und Rechtssicherheit sind die wichtigsten Komponenten in jedem Beruf für eine vernünftige Berufsausübung. Kurz zu meiner Person, und das ist mir ganz wichtig. Ich bin 55 Jahre alt. Ich muss es gestehen an dieser Stelle. Damit aber auch sagen, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr sowohl dem Rettungsdienst als auch der Juristerei, da habe ich mit dem Studium begonnen, verbunden bin. Die Kombination dieser beiden Faktoren führen dann auch dazu, dass ich in meinem 55. jetzt hier wieder sitze und mal wieder über Kompetenz spreche. Kompetenz spreche ich schon seit wirklich 30 Jahren drüber im Rettungsdienst. Die, die mich kennen, und das ist der ein oder andere, kennen meine Publikationen über inzwischen 25 Jahre zu diesem Thema. Und ich könnte jetzt alte Publikationen wieder rauskramen und genauso auf diesen neuen Paragraph 200a wieder zur Anwendung bringen. Und deshalb sage ich leider Placebo, leider ein, Sie sehen es mir nach, Herr Dr. Dahm, ganz schlechtes Gesetzeswerk, was ich im Einzelnen im Laufe des Abends begründen werde, was das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen, nicht schaffen kann und wird. Das soll aber die Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht daran hindern, und da gehe ich mit meinen Vorrednern überein,
jetzt in Unsicherheit zu verfallen, sondern wir müssen genau da weitermachen, wo der Weg hingegangen ist. Der Rettungsdienst hat sich vom Wurmfortsatz zu einem lebenswichtigen, eigenständigen Organ im Gesundheitswesen entwickelt. Wir haben mit dem Notfallsanitätergesetz allen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Schulen verbessern, Ausbildungen verbessern, dass wir die Praxis verbessern. Auch die Technik hat sich dafür, wenn man an Simulationsmöglichkeiten denkt, deutlich in den letzten Jahren verbessert. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst ist eine ganz entscheidende Einrichtung, die eine Rolle spielt. Gestattet mir noch einen Punkt. Wenn ich letzte Woche in der Zeitschrift oder in der Zeitung Die Zeit zur Kenntnis nehmen muss, dass man dort schreibt, man stehe ja mit einem Bein im Gefängnis, jetzt aber nicht mehr, dann kritisiere ich solche Bemerkungen. Ich war nun 26 Jahre bei der Staatsanwaltschaft tätig. Ich bin also Strafverfolger, auch wenn ich jetzt zu Gericht gewechselt bin, weiß also, wovon ich spreche. Dann müsste es ja so sein, dass die Hälfte der Zuhörerinnen und Zuhörer uns aus dem Gefängnis verfolgen. Herzlich willkommen im Knast. Ja, das stimmt ja nicht. Auch das ist schon gesagt worden. Arbeitsrechtlich hat es immer mal eine gewisse Rolle gespielt, aber auch das wird auch der Kollege Spengler Ihnen detailliert noch darlegen können. Das hat überhaupt nichts mit dem Paragraph 34 Strafgesetzbuch zu tun. Einen kurzen Punkt muss ich jetzt Ihnen schon nehmen. Sie machen trotzdem sich noch alle strafbar, wenn Sie das meinen, weil Sie brauchen immer noch den Rechtfertigungsgrund der Einwilligung oder mutmaßlichen Einwilligung. So wie von mir mal vorab. Also ich bin derjenige, der hier absolut auf die Bremse drückt und auch sagt, wir werden noch viel, viel heute Abend zu besprechen haben. Also ein bisschen Spannung reinbringen. Herzlich willkommen an den Bremswagenfahrer aus der Runde. Ich denke, in der Einleitung haben wir schon gehört, unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Erwartungen, aber auch ein Stück weit unterschiedliche Einordnungen. Ich glaube, das ist ein Stück weit das Rüstzeug für das, was wir brauchen, nämlich genau den Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und ich möchte jetzt gerne gemeinsam mit den Experten das Thema ein Stück weit von, ich sage jetzt mal etwas abstrakt, in die konkretere Ebene führen. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal besprechen wollen, wenn wir es etwas greifbarer machen und konkret, der Paragraph 2 Anton, was hat der aus Ihrer Sicht für das Rettungsfachpersonal und für den Patienten für konkrete positive Effekte, auf die wir uns jetzt einstellen können, die jetzt durch den Paragraphen 2 Anton erzielt werden konnten? Marco, du hast die Hand gehoben, dann komm doch gern dazu und positionier dich mal. Naja, es ist ja so, dass, was ich auch im Eingangsstatement gesagt habe, dass wir die einzige Berufsgruppe waren, die im rechtfertigen Notstand gearbeitet hat. Und das hat ja nichts mit der mutmaßlichen Einwilligung des Patienten zu tun, weil die musste vorher auch vorliegen. Da reden wir über Äpfel und Birnen. Ich bin kein Jurist, bin aber trotzdem immer wieder überrascht, welche Positionen hier vertreten werden. Und vor allen Dingen frage ich mich auch, mit welchem Zweck sie vertreten werden. Ist das eine Pro- und Contra-Session? Wurde man dazu sozusagen genötigt, die Kontraposition aufzunehmen? Das Glas ist doch halb voll und nicht halb leer. Es wird hier der juristische Zeigefinger gezeigt. Dabei haben wir jetzt, das wird Herr Tries jetzt auch nicht bestätigen, aber es gibt Juristen, die sagen, wir haben kein reines Ausbildungsgesetz mehr, sondern wir haben ein Teil Ausübungsgesetz, weil jetzt 2a mit drin steht. Es war eben nicht anders möglich durchsetzbar, das Heilpraktikergesetz zu ändern. Vielleicht wird das gemacht. Es soll ein Begriff, wo in Gesetzen, wo Begrifflichkeiten Reichsminister, Reichsgesetze und so weiter drinstehen, sollen angefasst werden. Aber muss dann erst das Bundesverfassungsgericht uns bestätigen, dass wir die Teilheilkunde ausüben dürfen, so wie beim Optiker beispielsweise. Und was sehr wohl in Zukunft gewürdigt wird, ist, dass wir bei Arbeitsgerichten es deutlich einfacher haben. Ich habe immer noch den Fall aus Nürnberg vom letzten Jahr vor Augen, wo genau das Problem war, dass wir das eben nicht drin hatten und dass die Abmahnung eben dann zumindest für ein Jahr in der Personalakte gestanden hat, obwohl er dort dem Patienten einwandfrei geholfen hat. Da war die Einwilligung da, der hat leitliniengerecht gearbeitet.
nur die bayerischen Gegebenheiten, die oder formale bayerische Gegebenheiten haben nicht funktioniert. Und das ist etwas, was mich schon auch wirklich ärgert, dass man nicht letztendlich es wertschätzt, dass wir aus diesem rechtfertigen Notstand raus sind für die Sachen, die wir beherrschen. Und wir kommen ja noch auf die Begrifflichkeit beherrschen, dass wir auch vor allen Dingen Gesamtdeutschland mal betrachten und nicht nur da, wo die ärztlichen Leiter ihre Hausaufgaben gemacht haben, wo das unter im Rahmen der Mitwirkung stattfindet, sondern wo die Notfallsanitäter alleingelassen worden sind und auch wie die Ausbildung aussieht, wie die Klinikausbildung aussieht, wie die Notfälle sozusagen gefahren werden, nämlich dass man Dialysetransporte fährt und Krankenhausentlassung. Das ist doch unser Problem in Deutschland. So können wir doch gar keine Kompetenzen erwerben. Da sollten wir den Finger reinlegen und jetzt den 2a wertschätzen, dass wir den drin haben. Und dann gucken wir weiter, wie wir weiterhin den Rettungsdienst auf Länderebene dann verbessern können. Danke. Okay, herzlichen Dank für die Position. Ralf Tries hatte sich als Zweiter zu Wort gemeldet und Dr. Ralf Kipke, ich habe Sie auch wahrgenommen, Sie würden dann sozusagen im Anschluss an Ralf Tries sich gern positionieren. Ja, vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich mal ganz kurz versuche, ganz allgemein die rechtlichen Strukturen den Teilnehmern und den Zuhörern zu erklären, damit wir doch, ich denke mir, das ist das Gebot des Juristen jetzt hier wissen, wenn wir von Paragraphen sprechen, von Rechtfertigungsgründen, worum geht's? Es geht ja um invasive Maßnahmen mal wieder, seit langem mal wieder überwiegend die invasiven Maßnahmen. Die beschäftigen uns schon sehr lange. 1992 hat die Bundesärztekammer in einer Stellungnahme zur Notkompetenz von Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten und Delegation ärztlicher Leistungen in Stellung genommen. Seitdem geisterte dieser Begriff Notkompetenz durch die Runde und wurde als Rechtfertigungsgrund beschrieben und hat zu erheblichen Irritationen geführt. Ich habe damals schon viel publiziert und habe gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. War es selbst in den Fortbildungen dem Ganzen ausgesetzt. Das ist kein Rechtfertigungsgrund. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Das hat alle irritiert und gehemmt. Also mir liegt es wirklich fern, den Kolleginnen und Kollegen draußen Angst zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Der rechtfertigende Notstand ist der einzige entscheidende Rechtfertigungsgrund, der gebraucht wird, weil man nun argumentiert, wenn Rettungsdienstler, nicht ärztliches Personal, draußen tätig werden, rettend, dann üben sie auch Heilkunde aus und da gibt es ein Heilpraktikergesetz. Aus dem Jahre 1939, wie da Rettungsdienst betrieben wurde, kann sich jeder von Ihnen vorstellen. Da sollte man vielleicht mal in die Gesetzesbegründungen reingucken, wenn man jetzt auch die wieder gerne heranziehen will zur Auslegung. Das besteht aus sage und schreiben 8 Paragraphen. Davon ist einer, ein Paragraph 5, eine Strafvorschrift. Wer also nicht entsprechend bestallt ist, steht da noch drin, bestellt ist, die Legitimation hat, die Heilkunde auszuüben, macht sich strafbar. Ist Rettungsdienstpersonal nicht. Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr. Im Übrigen für eine Körperverletzung, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre für die normale kleine Körperverletzung. Und dieser Paragraph, dieses Heilpraktikergesetz, geht seit Jahrzehnten als Schreckgespenst, angebliches, durch die Rettungsdienstlandschaften. Es sind nicht die Juristen, die dieses Schreckgespenst über den Rettungsdienst stülpen, sondern es sind die Rettungsdienstler, es sind die verschiedensten Interessenvertreter, die immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, da steht der Staatsanwalt, der bringt euch ins Gefängnis. Mir ist kein einziger Fall bekannt, nicht nur aus meiner eigenen Praxis, sondern auch aus dem Zutrag, und ich bin sehr gut vernetzt, wo ein Rettungsassistent, ein Notfallsanitäter inzwischen, wegen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz nach § 5 verurteilt worden ist. Dieser § 34 spielt da eine Rolle. Er spielt aber keine Rolle für die Körperverletzung, die am Patienten in Verwirklichung des objektiven und subjektiven Tatbestands, im Übrigen wie von jedem Arzt, der einen venösen Zugang zum Beispiel legt oder intubiert, begangen wird. Denn sowohl der Rettungsdienstler, der Nichtarzt, wie auch der Notarzt oder der Sonstige braucht dafür die Rechtfertigung über die Einwilligung, beziehungsweise in der Regel in Notsituationen die mutmaßliche Einwilligung. Und ein ganz entscheidender juristischer Grund ist, die mutmaßliche Einwilligung ist nicht deckungsgleich oder Einwilligung mit dem rechtfertigenden Notstand. Und der rechtfertigende Notstand, den ich brauche, um das Heilpraktikergesetz zu rechtfertigen, ist wesentlich weiter in den Voraussetzungen als das, was jetzt § 2a, den wir ja noch detailliert besprechen werden, festlegt. Das heißt, das Korsett, was jetzt geschnürt wird, um angeblich das Rettungsdienstpersonal freizustellen von diesem Heilkundevorbehalt und dem Thron in § 5, ist viel enger geschnürt.
Und da sehe ich ein Riesenproblem, was wir heute Abend auch diskutieren und besprechen müssen. Ja, wir werden da sicherlich auch mal auf den Paragraph 5a Infektionsschutzgesetz schauen müssen, der eine super Formulierung hat. Die hätte ich mir gewünscht. Da komme ich aber gerne noch an anderer Stelle. Ich will jetzt nicht zu lange reden und den anderen die Möglichkeit geben. Aber ich hoffe, ich konnte so in der Struktur nochmal einen Überblick geben, wie der Jurist mit Rechtfertigungsgründen umgeht. Nochmal, bei invasiven Eingriffen brauchen wir weiter eine Rechtfertigung. Die Einwilligung des Patienten. Und die spielt eine ganz große Rolle. Ja, ein kurzes Beispiel nur nochmal. Wenn zum Beispiel der Dr. Dahmen als erfahrener Arzt und ich an eine Einsatzstelle komme, der Patient ist voll Herr seiner Sinne und sagt, ach, guck mal, der Tries und der Herr Dahmen sind da. Ich möchte aber jetzt von dem Tries den venösen Zugang gelegt bekommen. Der kennt die ganze Situation, weiß, wer ich bin, was ich gemacht habe, dann lege ich den venösen Zugang. Wenn der Dr. Dahmen den legen würde, würde er rechtswidrig handeln. Er würde sich strafbar machen. So einfach ist das. Das muss man akzeptieren. Also diese Verunsicherung, die kommt nicht vom Juristen. Okay. Dr. Ralf Kipke, Sie hatten auch einen Wortbeitrag angemeldet unter der Überschrift konkrete Auswirkungen positiv, Paragraph 2 Anton, Notfallsanitätergesetz? Ja, ich wollte da nochmal Stellung dazu nehmen. Also wenn es dazu führt, dass Notfallsanitäter sich in ihrer Tätigkeit wertgeschätzt fühlen und sicherer fühlen, dann begrüße ich das außerordentlich. Allerdings, es geht ja nur um die lebensrettenden Maßnahmen und hier vielleicht in besonderem Maße um die lebensrettenden Maßnahmen in Bereichen, wo es keine SOP gibt, wo es keine Standardarbeitsanweisung gibt. Also da sehe ich schon einen Vorteil darin, dass dann Notfallsanitäter sich darauf berufen können. Und ich hoffe auch, dass jetzt Notfallsanitäter sich mehr verpflichtet fühlen, diese Maßnahmen auch durchzuführen, was ja wiederum den Patienten auch nutzen würde. Es sind allerdings, das, was ich überblicke, weniger die lebensrettenden Maßnahmen, weniger die Maßnahmen, die schwere gesundheitliche Folgeschäden verhindern, die durch Notfallsanitäter durchgeführt werden. Es ist doch überwiegend die Gabe von Schmerzmitteln, es ist die Gabe von Antiemetika. Und für diese Maßnahmen, die also auch sehr viel durchgeführt werden, ist die Rechtssicherheit eigentlich nur durch die SOPs der Standards der ärztlichen Leiterrettungsdienst gegeben. Es gab ja unter anderem diesen Vorschlag, einen bundesweiten Standard hier zu schaffen. In gewisser Weise ist das ja durch den Pyramidenprozess passiert. Ich habe mich mal mit einem türkischen Kollegen unterhalten, der mich gefragt hat, was ich da mache mit den Standards. Er bekommt seine Standards aus Ankara, aus dem Gesundheitsministerium. Hätte ich auch eigentlich für eine gute Idee gehalten. Danke. Okay, Marco König und danach Dr. Janosch Dahmen. Dr. Kipke, es ist nicht so, dass wenn es SOPs gibt, dass dann im Rahmen der Mitwirkung diese stattfinden. Wir haben eine deutschlandweite Auswertung begonnen und können nach der Hälfte sagen, dass das leider in viel zu vielen Fällen überhaupt nicht der Fall ist. Und ich kann auch zum Beispiel das Bundesland Rheinland-Pfalz gut verstehen, dass die davon weg wollen. Denn die Frage, das mögen sie mit einem großen Apparat an ärztlichen Leitern in einer Kommune vielleicht schaffen, aber wie soll denn ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst 300-400 Rettungsdienstmitarbeiter letztendlich so überprüfen, dass er sagt, ich sage, du führst das im Rahmen der Mitwirkung durch, weil du beherrschst es. Und das ist ja auch in der Gesetzesbegründung erwähnt. Das soll letztendlich natürlich der Notfallsanitäter selbst, wenn er also eigenverantwortlich tätig ist, am besten natürlich selbst einschätzen, ob er diese Maßnahme noch beherrscht. Aber es ist eben so, dass wir vielerorts entweder gar keine Vorgaben haben. Allerdings haben wir dann häufig auch schlecht ausgestattete Rettungswagen, das muss man auch sagen. Wir haben ja auch nicht immer vieles oder wir haben die SOPs, aber dann eigenverantwortlich. Und der Pyramidenprozess, und ich bin froh, dass der Absatz 2 nicht reingekommen ist mit den Mustervorgaben, weil das wäre noch schlechter gewesen als das, was wir jetzt haben. Davon bin ich überzeugt. Der Pyramidenprozess ist der Mindeststandard gewesen. Und seit 7 Jahren haben wir den, nämlich mit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes gab es fast gleichzeitig den Pyramidenprozess, wo wir von Anfang an mit dem Bundesverband Ärzte, Leiter, Rettungsdienste mitgearbeitet haben. Und er ist
in wie vielen Bundesländern wird da auf die Straße gebracht? Es geht nicht nur um die Ausbildung, sondern auch, wo das es Anwendung findet. Der Auszubildende erlebt doch häufig gar nicht die Anwendung des Pyramidenprozesses am Patienten. Und dann wird uns wieder vorgeworfen, dass wir es nicht beherrschen. Also diesen Kreislauf, den müssen wir dringend durchbrechen. Und da bitte ich alle Akteure, an diesem Strang zu ziehen und auch zu schauen, wo liegt ein Organisationsverschulden vor. Immer, wie gesagt, mit dem Fokus auf den Notfallpatienten. Danke. Okay, Eva, gleich im nächsten Schritt das Beherrschen noch mal etwas genauer in den Fokus ziehen und die Vokabel noch mal bestimmen und die Konsequenzen daraus beleuchten. Dr. Janusz Dahm und danach Herr Bernd Spengler. Ja, ich glaube, also wichtig ist noch mal einzuordnen, was die Unterschiede sind. Also der Kollege Kipke hatte ja noch mal so das Bild aufgemacht, es gibt viele Situationen im Rettungsdienst, die nichts mit der jetzt neuen Regelung zu tun haben. Und das ist absolut richtig. Wir haben eine ganze Reihe von Konstellationen, die außerhalb einer akuten Gefahr für Leib oder Leben liegen, mit denen wir im Alltag im Rettungsdienst zu tun haben, die wichtig sind, wo wir uns um Menschen kümmern, wo wir einen Auftrag haben, für Lösungen zu sorgen und die auch in Zukunft einen Gros unserer Arbeit ausmachen müssen, wo jetzt diese neue rechtliche Regelung zunächst mal für diesen Bereich keinerlei konkrete Änderungen mit sich bringt. Da sind wir im Bereich der 2C-Maßnahmen, die wichtig sind, die gelöst werden müssen und die auch, auch im weiteren gesetzgeberischen Prozess noch mal mehr unter die Lupe genommen werden müssen. Ich glaube aber dennoch, dass im Kontext der Debatte, die die letzten Jahre geführt wurde, in der juristischen Herleitung, die Herr Thries ja noch mal wiedergegeben hat, möglicherweise auch in der bisher geltenden Form Möglichkeiten gab, die durchaus eine Berufsausübung möglich gemacht haben, die all das, was auch zukünftig mit den jetzt beschlossenen Regelungen möglich ist, schon umschlossen hat, es ein großes Maß an Verunsicherung gab, was darin lag zu sagen, dass eigentlich überall dort, wo keinerlei Regelungen bestanden, ein riesiges Gap im Alltag gab, immer dann, wenn es auch gerade um sehr invasive und auch komplexe zeitkritische Notfallsituationen geht. Und ich glaube, für diesen Bereich ist es im Sinne der Gewissheit, ja, dass in akuter Gefahr für Leib und Leben Notwendiges getan werden kann, selbst dann, wenn ärztliche Leitungen vor Ort keinerlei detailliertes Regelungswerk für die einzelnen Maßnahmen getroffen haben. Ein großer Schritt nach vorn, der im Sinne der auch gesellschaftspolitischen Botschaft zu sagen, wir stehen hinter diesem Berufsstand, wir wollen, dass ihr in derartigen Situationen Menschen helft, selbst dann, wenn bestimmte Regelungen zur Anwendung hier im Detail noch nicht in SOPs oder medizinische Handlungsanweisungen übersetzt sind. Ich glaube, das ist also jenseits der juristischen Deklination auch eine berufspolitische, die überfällig und entscheidend war. Darüber hinaus will ich sagen, dass damit natürlich die Arbeit nicht getan ist. Und ich glaube, also das ist völlig richtig und jetzt auch mehrfach angesprochen worden, wir werden heute Abend über das Heilpraktikergesetz reden müssen, wir werden über das BTM-Gesetz reden müssen. Und ich glaube, und das ist vielleicht der allerwichtigste und jetzt dringlichste Punkt, wir werden vor allem darüber reden müssen, wie wir eine analoge, intensive, auch berufspolitische, notfallmedizinische Kampagne starten, die Landesrettungsdienstgesetze in den Fokus nimmt. Weil da ist der eigentlich gesetzgeberische Reformstau, der über Jahre auch verschlafen wurde. Wenn wir uns diese Gesetze anschauen und wenn wir uns anschauen, wie die auch ausgestaltet sind, dann liegen ja da im großen Stil Anachronismen. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Rolle von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern, sondern auch auf sämtliche andere notfallmedizinische, rettungsdienstliche Strukturen, auf Qualitätsmanagement, auf ärztliche Leitung, Rettungsdienst, auf die Formulierung, was ist denn eine SOP und medizinische Handlungsanweisung, wie soll sie durchdekliniert sein? Und ich glaube, also in einem ersten Schritt, und das würde den sicherlich größeren Impact für den Alltag haben, für alle, die dort arbeiten in der Notfallmedizin, wenn wir dort zu moderneren Gesetzen kommen, zu größerer Verbindlichkeit, die dann ja auch immer letztlich strukturelle Voraussetzungen sind, welche Personalressourcen werden bereitgestellt, welche Zeitrahmen werden geschaffen, dass dort bestimmte Dinge überhaupt geregelt werden. Die werden dann auch weit über den Bereich des 2a in den Bereich der 2c-Maßnahmen einen großen Unterschied machen. Und ich glaube, das muss jetzt der Auftrag sein,
weil da gebe ich Herrn König total recht. Wenn man sich anschaut, was denn tatsächlich vor Ort geregelt ist und sich das quantitativ anschaut, dann haben wir da eine Riesenlücke, die nicht nur daran liegt, dass einzelne ärztliche Leiter, Rettungsdienst keine Lust haben, irgendwas zu tun, sondern vor allem an anachronistischen Landesgesetzgebungen liegt. Okay, herzlichen Dank. Herr Spengler, Sie hatten auch Sprechwunsch bekundet. Kommen Sie gerne dazu. Ja, vielleicht ist das tatsächlich der Vorteil des Arbeitsrechtlers, der immer so ein bisschen quasi ziemlich nah dran ist an den Menschen und den Problemen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Diskussion nicht zu akademisch am Thema vorbeiführen. Ich bin völlig dabei, um das sehr platt runterzubrechen, was Herr Dries gesagt hat. Dieses Gesetz, also wir reden über das Heilpraktikergesetz, hat mit Notfallsanitätern und mit Rettungsdienst relativ wenig zu tun. Und diese ganze Diskussion ist aber immer eine Diskussion, das müssen wir jetzt mal einordnen, die, jetzt bin ich so lange dabei wie Herr Dries und habe auch schon so viele Aufsätze zu dem Thema immer wieder schreiben dürfen, aber die immer wieder an einem Punkt festmacht, dass nämlich dahinter ein berufspolitisches Thema stand, dass eine ganze Zeit lang in diesem Land die Ärzteschaft dieses Thema Heilpraktikergesetz bewusst genutzt hat, um bestimmte Kompetenzregelungen zu diskutieren und abzugrenzen. Ohne irgendeinen Vorwurf an der Stelle, aber das war natürlich motiviert 1992 Bundesärztekammer Stellungnahme, die ja in Teilbereichen ähnlichen Wortlaut hat. Da ging es um Abgrenzung von Fragestellungen, was dürfen Ärzte und was darf das Rettungsdienstpersonal. Sicherlich auch vor dem Hintergrund 92 den ersten arbeitsgerichtlichen Entscheidungen, wo man bestimmte Themen zugestanden hatte. Bei fristlosen Kündigungen, bei Abmahnungen. So, und wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird auch klar, warum ich sage, das eine ist eine strafrechtlich sehr akademische Diskussion, die in der Praxis kaum eine Rolle gespielt hat. Die Strafverfahren, die da vielleicht mal angelaufen sind, in der Regel sich relativ schnell mit einer Einstellung ergeben haben, das ist wirklich an einer Hand wahrscheinlich insgesamt bundesweit abzuzählen. Ich kenne nicht alle Fälle, aber also da ist mir fast nichts bekannt. Was wir hatten, waren in erheblichem Umfang arbeitsrechtliche Sanktionen. Und ich glaube, jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich glaube, dass das Gesetz tatsächlich jetzt im Moment was bewirkt, obwohl es juristisch, handwerklich schlecht gemacht ist. Nämlich, wir haben jetzt eine Allianz der Länder gehabt, teilweise, der Hilfsorganisationen als Arbeitgeber, die dahinter standen. Und das war noch vor geraumer Zeit völlig anders. Da haben nämlich die Hilfsorganisationen gesagt, oh, liebe Bundesärztekammer, das, was du als Stellungnahme rausgegeben hast, das ist ganz wichtig, das werden wir unserem Personal sagen, die dürfen bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen. Es waren die Hilfsorganisationen als Arbeitgeber und auch andere Arbeitgeber dann, die Sanktionen ergriffen haben und die bei Beschäftigten die Angst ausgelöst haben, wenn ich bestimmte Maßnahmen ergreife, lebe ich mit dem Damoklesschwert, dass mich nachher einer abmahnt, dass mir einer eine Kündigung in die Hand drückt, dass ich belangt werde. Aus der Ärzteschaft heraus, und ich sage bewusst nicht bei allen Ärzten, aber aus der Ärzteschaft heraus gab es immer wieder Meldungen an Arbeitgeber, die dann daraus arbeitsrechtliche Maßnahmen abgeleitet haben. Wir hatten die Fälle ja noch weit in die 2014er hinein. Das heißt, das war doch das Thema, warum diese Rechtsunsicherheit entstanden ist, warum die Menschen, die da draußen diesen Dienst tun, Angst hatten, dass sie im Zweifelsfalle für bestimmte Maßnahmen belangt werden. Die strafrechtliche Seite war immer in der Theorie da. Die ganz praktische Auswirkung war, wenn du eine fristlose Kündigung hast, dann findest du im deutschen Rettungsdienst die nächsten 300 Kilometer weit keinen Job mehr, wenn dir der Vorwurf gemacht wird, du hast da irgendetwas getan, was dir nicht zusteht. Und dieses Damoklesschwert, es beschwert sich einer über mich. Das finde ich ist ganz wichtig. Das ist jetzt der Riesenunterschied. Genau die Arbeitgeber, die noch vor 5 Jahren gekündigt haben wegen so etwas, sagen jetzt auch im Deutschen Bundestag, wir brauchen das für die Rechtssicherheit unserer Mitarbeiter. Ich glaube, das ist also das wesentlichste Signal eigentlich, das sich verändert hat berufspolitisch. Und deswegen sage ich ganz bewusst, da hat sich tatsächlich mehr Rechtssicherheit ergeben aus dieser Regelung, dass dieses Damoklesschwert jetzt endlich beseitigt ist, weil ich glaube einfach, dass die Arbeitgeber heute nicht mehr so reagieren würden, wie das vielleicht noch vor 5 Jahren der Fall war. Herr Spengler, herzlichen Dank für das Statement. Wir hatten es gerade in verschiedenen Blickperspektiven schon mal die Vokabel des Beherrschens und da drängt sich so ein bisschen dieser Satz, ist das Können des Dürfens Maß? Nein, andersherum. Und aus meiner Sicht ist das genau die Überleitung. Herr Professor Heringhausen, dass die Vokabel beherrschen, ist ja etwas, was im bildungswissenschaftlichen Kontext eine Beziehung hervorruft. Nehmen Sie uns doch mal mit, lassen Sie uns doch diesen Begriff einmal einordnen, der ja aktuell in der Diskussion immer wieder zu Rate gezogen wird und vielleicht auch manchmal unterschiedlich belegt wird. Lassen Sie uns den Begriff bestimmen und einmal gemeinsam Klarheit schaffen, beherrschen. Was
heißt es konkret? Wenn das mal so einfach wäre mit diesem Klarheit schaffen diesbezüglich. Also der Griff beherrschen ist bildungswissenschaftlich nicht eindeutig definiert. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, das wissen wir seit Jahren oder da finden wir seit Jahren relativ wenig. Letztendlich gibt die Gesetzesbegründung dazu ja so ein bisschen Aufschluss, nämlich insbesondere, indem sie sagt, wenn jemand die Tätigkeit erlernt hat und mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen hat, geht man davon aus, dass die Maßnahmen beherrscht werden. Naja, ganz so einfach ist es aus unserer Sicht nicht. Beherrschen ist eher eine psychomotorische Fähigkeit, die letztendlich Training, Übung und natürlich eine regelmäßige Überprüfung benötigt. Es geht hier um eine Art Handlungskompetenz. Wir wissen seit langem, dass Wissen gerade keine Kompetenz ist. Und wir müssen uns hier folgende Fragen stellen. Also erstens, wie kann ich beherrschen messen, wie kann ich beherrschen nachweisen in der Praxis, um das rechtssicher zu machen? Da fällt mir spontan nichts Gutes ein im Rahmen der Kompetenzmessung. Das ist unheimlich schwierig, in der Praxis diese Kompetenz sichtbar zu machen und das auch messbar zu machen. Und wir müssten dann, das will ich gleich mal erweitern, kritisch fragen, unsere Pflichtfortbildung im Rettungsdienst, sind denn das überhaupt adäquate Pflichtfortbildungen, die eigentlich über das Training, über das Informieren hinausgehen? Und ist das nicht irgendwie so ein Konsortium von Wissen und Fähigkeitsvermittlung und weit ab von der klassischen Handlungskompetenz? Also da müsste man schauen, erstens, wie messen wir das Beherrschen? Wie weisen wir das nach im Einzelfall? Und zweitens, sind unsere Aus- und sind unsere Fortbildungen adäquat positioniert diesbezüglich, um Rettungsdienstlerinnen und Rettungsdienstler dahingehend zu qualifizieren, dass sie handlungskompetent sind und sozusagen diese psychomotorische Fähigkeit des Handelns in der Situation vor Ort mit allem dafür und wider eher ermöglichen. Schwierig. Okay, die Definition des Beherrschens, Marco König, Ralf Tries, ihr wollt euch an der Diskussion beteiligen, Herr Spengler im dritten Rang. Ich habe mir angewöhnt, als Nichtjurist in die Gesetzesbegründung zu schauen, weil sie werden auch herangezogen, aller Wahrscheinlichkeit nach bei einer juristischen Auseinandersetzung und auch von dem Gutachter, der dann herangezogen wird. Und die Gesetzesbegründung hat sich im November erstmals auch dort geäußert, dass einerseits der Notfallsanitäter das Beherrschen mit der Prüfung nachgewiesen hat, aber, und das ist natürlich auch, glaube ich, die normale Logik, dass er bei der Übernahme der Tätigkeit sich selbst davon überzeugen muss, dass die Maßnahme ausreichend beherrscht wird. Und jetzt lassen Sie uns doch mal in die Praxis gehen. Jetzt nehmen Sie doch mal bitte Beispiele, wo der Notfallsanitäter etwas nicht mehr beherrscht, aber er führt es durch. Sind das nicht dann Rettungsversuche, die sowieso dann wieder über Paragraph 34 abgedeckt werden, weil eine akute Lebensgefahr besteht? Wenn ein Patient Anaphylaxie Schweregrad 2 hat und Adrenalin intramuskulär verabreicht wird oder bei stärksten Schmerzen Ketanest Dormicum, da gehe ich mal schwer davon aus, dass der normale Notfallsanitäter auch zukünftig sich da entsprechend fit hält. Und das sind jetzt beides Bereiche, wo man sagen kann, das ist Abwenden oder Abwenden von einer Verschlechterung bei wesentlich Folgeschäden und nicht, wo wir von Lebensgefahr sprechen. Und ich diese Diskussion wird erst, oder wenn wir diese Debatte führen, wird sie doch seriös, wenn wir es anhand von Beispielen machen. Und der Pyramidenprozess, und das ist ja nur der Mindeststandard, ich wiederhole mich gerne, wir haben da knapp über 20 Medikamente. Jetzt möchte man mir doch bitte nicht sagen, dass in 3 Jahren nicht 20 Medikamente entsprechend am Ende beherrscht werden. Und wenn wir dann einen vernünftigen professionellen Rettungsdienst haben, wo man auch zu Notfällen fährt und nicht zu Krankenhausentlassung, dann habe ich doch in regelmäßiger Abfolge sicherlich das meiste dann weiter drauf. Wir haben nicht Singen und Klatschen in der Schule. Das möchte ich noch mal ganz klar erwähnen. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Schulen ihren Auftrag nicht nachkommen. Die Schulen kommen ihren Auftrag grundsätzlich nach. Die, die ihren Auftrag nicht nachkommen, sind die Kliniken, sind die Rettungswachen
und sind die Verantwortlichen. Warum auch immer, das hat ja Gründe. Das ist ja nicht böswillig, aber das sind die Fakten. Und da müssen wir ran. Und dann beherrschen wir auch über einen längeren Zeitraum nach der Ausbildung sehr wohl noch die grundsätzlichen Maßnahmen, die der Pyramidenprozess abbildet. Danke. Okay, Henrik, auch deine Wortmeldung ist gesehen. Aber jetzt erstmal Ralf Tries, dann Herr Spengler und Henrik im Anschluss. Ja, jetzt möchte ich mal gerade nachfragen an die Mediziner oder an die Notfallsanitäter, gerne auch an den Herrn König, so als Jurist. Es ist ja anfänglich von Ihnen so gelobt worden, dieser Paragraph 2a. Jetzt kommen aber gerade von Herrn König diese ganzen Dinge, die noch geleistet werden müssen, damit man was beherrscht. Da wird auf den Pyramidenprozess Bezug genommen, der im Übrigen genau diesen Begriff des Beherrschens mit einer Tabelle definiert hat, als den höchsten Grad des kognitiven Verstehens, des Könnens, wie auch den höchsten Grades der praktischen Fähigkeiten. Jetzt sitzen ungefähr 700 Leute hier am Bildschirm und wollen mal wissen, wovon reden die eigentlich? Das möchte ich jetzt als Jurist auch mal wissen. Wenn der Paragraph 2a der Durchbruch ist, wie der Politik gesagt wurde, jetzt geht's los, jetzt könnt ihr. Was denn dann eigentlich? Was können die eigentlich machen? Defibrillieren würde ich sagen, ja. Was ist denn da, was nicht schon unter dem 4, Paragraph 4 fällt? Was ist eigentlich der Regelungsbereich von 2a, wo man nicht noch, wie der Herr König gerade sagte, dran arbeiten muss? Das sehe ich alles ein, da bin ich auch dafür. Aber was ist jetzt, die Leute sitzen da und wollen ja Rechtssicherheit haben. No, die soll ja jetzt gegeben sein. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich gehe gleich auf den Rettungswagen, ehrlich gesagt, tja, jetzt bin ich beim Patienten und frage mich, bin ich wirklich so rechtssicher? Ja, was nehmen wir denn jetzt mal in der Intubation, im Atemwegsmanagement, invasiver Art? Wie oft mache ich denn das? Wie oft muss es ein Arzt machen, damit er es beherrscht? Es gibt S1-Leitlinien zu Atemwegsmanagement. Ist es weniger, was ich vom Notfallsanitäter erwarte? Was ist eigentlich mit dem Rettungsassistent? In dem Zusammenhang darf der gar nichts mehr. Nennen Sie mir mal ein paar Beispiele, die Mediziner, wo Sie jetzt sagen, 2a ist die Rechtssicherheit. Für was? Für was denn im Moment? Ich hätte mal gerne ein paar Beispiele. Soll ich jetzt gleich darauf antworten, Sebastian? Sehr gerne. Also der Paragraph 2 wiederholt ja letztendlich Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 1c. So, Punkt. Da gibt's, also haben wir 2014 das Gleiche gehabt, da haben wir beherrschen müssen. Und die Frage ist, warum kam da nicht vorher diese Diskussion auf? Vielleicht hätten dann Rettungsdienstorganisationen, Kliniken, Verantwortliche, ELRDs und so weiter dann schon ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Oder gesagt, mit Achselzucken, Sie können es nicht. Wenn Sie die Atemwegsleitlinie ansprechen, also mit den 100 Intubationen, wenn Sie das meinen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Weil die endotracheale Intubation steht gar nicht im Fokus, sondern es geht darum, den Atemweg zu sichern. Und ich sage, ja, denn der normale Notfallsanitäter kann mit seinen supraglottischen Atemwegshilfen in den meisten Fällen den Atemweg sichern. Aber wissen Sie, was noch viel wichtiger ist? Dass er herausbekommt, wenn das Tool drin ist, dass er den nicht beatmen kann. Und das ist das, was wir unter Komplikation verstehen. Wenn er weiterhin den Patienten belüften will, aber da geht nichts rein. Und wir sollten bitteschön aufhören, dauernd zu unterstellen, dass die Notfallsanitäter es nicht können, wenn kein Nachweis dafür da ist. Dann soll man es bitte wissenschaftlich untersuchen. Und ich ärgere mich im erheblichen Maße, dass der Pyramidenprozess nicht weitergeführt wird, dass im März letzten Jahres ein Treffen von 2 Stunden herausgekommen ist, wo nichts passiert ist und man kann nicht alles auf Corona schieben, dass wir nicht versuchen, wissenschaftlich irgendwas auszuwerten und dass man nicht die Hosen runterlässt und sagt, wir sind gescheitert mit dem bisherigen mit der Klinikausbildung, wir sind gescheitert mit den Notfallrettungswagen und da müssen wir ran. Und das ist Aufgabe der Länder, das ist Aufgabe der Kommunen und nicht jetzt zu sagen, das Gesetz ist schlecht, sondern wir müssen jetzt weg von der angezogenen Handbremse und das Normale an Notfällen kann der Notfallsanitäter abbilden oder wenn es eben nicht mehr geht, weil er in einem keinen so ganz guten Rettungsdienst ist, dann hat er es halt an bestimmten Stellen zu lassen. Aber wenn er es durchführt, unterstelle ich zunächst einmal dem Notfallsanitäter, dass er es beherrscht, dass er weiß, was sind die Komplikationen, dass er die im Griff hat, wenn sie auftreten. Okay, herzlichen Dank, Herr Spengler und dann Herr Sudowo.
Ich glaube, die Diskussion zeigt jetzt wieder, dass wir an einem Punkt sind, nämlich zwischen der Frage, was steht eigentlich in der Regelung drin, was bedeutet es und was will man hineininterpretiert wissen von der Zielsetzung her. Also ich bin da relativ klar in der Ansage, beherrschen ist eine Regelung gewesen oder ein Terminus gewesen, der stand schon in der Ärztekammerstellungnahme 92 drin. Und auch da war es ein Argument, das bedeutete, der Notfall, also der damalige Rettungsdienstmitarbeiter kann das eigentlich gar nicht beherrschen, das ist ein schwarzer Schimmel. Ja, das muss man an der Stelle so deutlich sagen. Eine Maßnahme, die ich damals nur ausnahmsweise anwenden sollte, unter bestimmten Voraussetzungen, sollte ich aber zeitgleich beherrschen. Und ich hätte immer gesagt, einem Anästhesisten glaube ich nach 5 Jahren in der Uniklinik, der beherrscht das Intubieren. Einem Rettungsdienstmitarbeiter, der das einmal im Jahr in einer Notfallsituation tut, würde ich sagen, der kann das, der hat das erlernt, der trainiert das. Ob er es wirklich beherrscht im Vergleich dazu, ist eine andere Aussage. Ich war schon beim Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes über den Begriff beherrschen und dieses Wiederholen aus der Stellungnahme der Bundesärztekammer traurig und ich bin es nach wie vor. Dieses Beherrschen ist falsch, da müsste stehen erlernen, das steht auch dort, und dann ständig trainieren, wiederholen, irgendetwas. Das ist auch völlig in Ordnung. Und das zeigt auch das, was tatsächlich, glaube ich, in der Praxis die Notwendigkeit ist. Nur mit diesem Beherrschen wird etwas Überhöhtes verlangt, wenn man das vergleicht in der Terminologie, was eigentlich nicht zu leisten ist. Ich bin ja froh, dass jetzt in der Begründung, ich sage mal, lapidar sowas reingeschrieben wurde. Aber man muss schon ehrlicherweise dazu sagen, das ist auch in der Begründung eigentlich falsch. Deswegen auch an der Stelle die Kritik. Da ist das Gesetz handwerklich schlecht. Wir haben das große Glück, dass in der Begründung jetzt beherrschen sehr weit runtergebrochen wurde auf ein Erlernen. Aber eigentlich ist das nicht der Begriff des Beherrschens. Okay, herzlichen Dank. Henrik, wie stehst du zu der Situation? Was ist die Perspektive des Praktikers im beruflichen Handel? Also ich bin ja schon sehr froh, dass wir heute Abend nicht über Koniotomien reden, sondern nur in Anführungsstrichen über die endotracheale Intubation. Denn das Muster, das wiederholt sich tatsächlich. Also es wird ständig über die invasivsten Maßnahmen überhaupt geredet und nicht über das, worum es eigentlich im alltäglichen Geschäft geht. Und das finde ich schon überraschend. Also der Pyramidenprozess, das ist das Einzige, was ich momentan auch heranziehen kann, ist im Prinzip entstanden, adressiert an die Schulen, um mal einen Auftrag zu erteilen, was in dieser Ausbildung geschehen muss und in welcher Intensität das geschehen muss. Der Begriff beherrschen, den finde ich didaktisch extrem schwierig, weil der semantisch gar nicht geeignet ist, um ein Lernziel zu operationalisieren. Ich kann das gar nicht messen, was Beherrschen überhaupt ist. Das müsste ich anders tun. Fakt ist sicherlich, dass wir uns auf der höchsten Hierarchisierungsstufe bewegen, wenn wir über invasive Maßnahmen reden. Und das meint Beherrschen sicherlich auch. Aber wir reden hier über ein Schmerzmittel, über ein Antiemetikum, über Dinge, die im Pyramidenprozess beschrieben worden sind, die zum Teil geeignet sind, Lebensgefahr abzuwenden oder eben Schäden abzuwenden. Und auch die Analgesie ist übrigens schon 2013 vom Gesetzgeber aufgeführt worden in Begründungen. Und der Gesetzgeber hat damals geschrieben, dass er davon ausgeht, dass auch Gebrauch davon gemacht wird. Insofern verstehe ich Teile dieser Diskussion tatsächlich nicht. Aber gerne nochmal zur Intubation zurück. Die steht nicht im Pyramidenprozess. Insofern ist das gar keine Maßnahme, die ich darüber rechtfertigen erklären könnte. Da stehen Dinge drin wie supraglottische Atemwegshilfen. Und ich hoffe, dass die Kollegen, bevor sie zu diesen Dingen greifen, einen ESMAC-Handgriff machen. Natürlich gehört zum Beherrschen einer Maßnahme immer auch, dass man Komplikationen abwägen kann, dass man die Kompliziertheit einer Maßnahme berücksichtigt, dass man über Alternativen nachgedacht hat. Und wenn man eine Alternative ziehen kann, die funktioniert, dann brauche ich gar nicht diesen Weg zu gehen. Das alles gehört für mich dazu. Natürlich ist das komplex, aber die werden über 4000 Stunden ausgebildet, die Kollegen. Die können das irgendwann. Und wenn sie es nicht können, dann wissen die das üblicherweise. Meine Erfahrung ist nicht, dass irgendjemand über die Stränge schlägt. Meine Erfahrung ist eher, dass die Leute dann sagen, und das auch getriggert durch diese Ängste, die da ständig gesät werden, wir machen das erst gar nicht. Wir brauchen doch eine vernünftige Balance zwischen Mut und Demut. Also die Leute müssen dazu befähigt werden, zu erkennen, was die können und was die nicht können. Und ich habe gar keine großen Sorgen, dass hier Maßnahmen ergriffen werden, von denen man sagen kann, das kannst du überhaupt nicht. Und jetzt gerne nochmal zurück zur Intubation, die außerhalb des Pyramidenprozesses steht. Es gibt Situationen, in denen diese Maßnahme vollkommen alternativlos ist und ein Mensch sonst sterben würde, wenn ich die nicht ergreife. So, und wenn ich jetzt eine Erfolgswahrscheinlichkeit von, ich weiß es jetzt, das ist untersucht, von 70% habe für eine erfolgreiche endotracheale Intubation und einen Anästhesist von 95%,
dann würde das immer noch heißen, weil der eben nicht da ist in einer solchen Situation, dass bei mir 7 von 10 Patienten trotzdem eine Chance hätten zu überleben, wenn ich die Maßnahme jetzt eben ergreife. Die Alternative ist, darauf zu verzichten und den Patienten dann eben sterben zu lassen. Und dann darf man sich, glaube ich, auch nochmal über diesen Begriff beherrschen unterhalten, ob das jetzt wirklich gleichzusetzen ist mit erfolgreich umsetzen, was eben zum Teil schicksalhaft nicht möglich sein wird. Übrigens in 5% der Fälle dann auch mal für einen Anästhesisten nicht. Okay, Henrik, herzlichen Dank. Herr Reiferscheid, richtige Diskussion beherrschen in dem Kontext oder sollten wir eher über das Handlungskompetenzprofil des interprofessionellen Rettungsdienstes sprechen? Wie ist Ihre Sicht? Also ich bin der Meinung, dass das, der Begriff beherrschen da tatsächlich sehr schwierig ist. Das ist ja schon ausgeführt worden. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages alle notfallmedizinisch Tätigen betrifft. Ich bezweifle, dass man etwas, was man in der Ausbildung erlernt und per Abschlussprüfung sozusagen nachgewiesen hat, dass man das sozusagen anhaltend beherrschen kann, unabhängig davon, wie häufig man es in der Routine anwendet. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass auch Notärzte regelmäßig Kompetenzen, die erforderlich sind, um Notfallmedizin vernünftig durchführen zu können, in irgendeiner Weise auffrischen und current halten müssen sozusagen. Insofern glaube ich, wir müssen tatsächlich über den schieren Kompetenzerwerb viel stärker in die Diskussion, wie können wir eigentlich einen Kompetenzerhalt übergreifend und auf Dauer sozusagen sichern und Notärztinnen, Notfallsanitätern, aber auch Rettungsassistenten oder Rettungssanitätern die Chance geben, die Maßnahmen, die sie tatsächlich tun sollen, auch tun zu können. Und Marco König hat quasi schon erwähnt. Letztendlich haben wir in der Ausbildung teilweise das Problem, dass zum Beispiel gerade im klinischen Abschnitt die Konkurrenz sozusagen um den Patienten als Übungsmodell, wenn man das so sagen darf, viel zu groß ist, um die Dinge dort suffizient lernen zu können. Deswegen glaube ich, wir müssen da einfach auch drüber nachdenken, welche Maßnahmen erwarten wir vom Notfallsanitäter? Welche Maßnahmen kann er während der Ausbildung erlernen mit einem Kompetenzniveau, das dann ausreichend ist, es einigermaßen sicher selber durchführen zu können? Und welche Maßnahmen sind vielleicht so, dass wir das im Prinzip gar nicht erwarten müssen? Also ich wäre stark dafür, ein bisschen hat es der Pyramidenprozess angefangen, aber als Ausbildungsteil, die Maßnahmen, über die wir reden, etwas konkreter einzugrenzen, als das im Gesetz und in der Diskussion momentan der Fall ist. Also ich würde da Dinge wie einen venösen Zugang, halte ich eigentlich für selbstverständlich, dass ein Notfallsanitäter das situationsgerecht selbstverständlich selber sicher durchführen kann. Andere Maßnahmen, auch teilweise schon genannte, wird er nicht sicher durchführen können. Können auch Notärzte, je nach Fachgebiet, nicht immer sicher durchführen. Deswegen, glaube ich, muss man es abgrenzen. Vielen Dank. Okay, Herr Dr. Dahmen und dann Herr Tries. Ja, ich glaube, es ist nochmal wichtig, also zur Einordnung so ein bisschen zu gucken, wo kommen wir her? Warum dieses Gesetz ein Vorteil ist, gerade im arbeitsrechtlichen Kontext, das hat Herr Sprengler, glaube ich, gut hergeleitet. Und im Übrigen ist sozusagen das Innovative der Diskussion, in der wir uns befinden, nicht nur, dass jetzt im Bundestag Arbeitgeber, Hilfsorganisationen vorstellig geworden sind und gesagt haben, wir wollen, dass dort was geändert wird, weil wir dort ein Problem haben, sind im Übrigen ja auch ganz ausdrücklich hier vertreten, neben Herrn König und Herrn Reiferscheid eben interdisziplinär notfallmedizinische Vertreter unterschiedlichster Verbände gemeinsam aufgetreten, sogar in einem gemeinsamen Schreiben, wo nochmal intensiv darauf hingewirkt wurde, teilweise absurde Vorschläge, die auf dem Tisch lagen, zu korrigieren. Ich glaube sozusagen, deswegen ist das, was wir haben, also nicht der weisheitsletzter Schluss und ein tolles Gesetz, das glaube ich, das nimmt niemand an. Aber diejenigen, die länger in der Debatte dabei waren und eng damit befasst waren, wissen, also ich sage jetzt mal gerade raus, was für ein Stuss da auf dem Tisch lag und was hätte passieren können. Also konkret sozusagen war die Möglichkeit des Beschlusses, was uns bevorstand, dass wir eine Art Bundes-SOP einführen, ja, die bedeutet hätte, dass ein Minimalkonsens dessen, was möglich gewesen wäre, zu einer absoluten Verschlechterung der notfallmedizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten geführt hätte, einen Prozess aufgesetzt hätte,
der nie dazu geführt hätte, notwendige Innovationen in der Geschwindigkeit und Dynamik, wie ein Stand der medizinischen Wissenschaft sich ständig verändert, auch abzubilden, wir immer in die Divergenz gekommen wären, dass im Einzelfall Leute in die Zwangslage gebracht hätten, sollen sie eine veraltete Bundes-SOP anwenden oder sollen sie nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft fachgerecht den Menschen in der Notfallsituation zu versorgen. Und das ist nur ein Teil von Quatsch, der da auf der Diskussionsgrundlage war. Da standen noch ganz andere Dinge drin, wie der Arztvorbehalt, der bedeutet hätte, ich hätte dokumentieren müssen, wie ich in der Situation, wo ich unter Umständen reanimiere, plötzlich telefonischen Kontakt mit irgendeinem Notarzt oder Krankenhaus aufzunehmen, um mir einzelne Sachen abzusichern. Also es lag eine Menge Unfug auf dem Tisch, der, so will ich jetzt sagen, glücklicherweise zu einer Lösung gedreht wurde, die nicht alles löst, aber die einen Schritt nach vorne bedeutet und nicht einen Schritt zurück und die ein Stück weit in der Art und Weise, wie die Diskussion von den Fachverbänden geführt wurde und von den Fachvertretern, auch eine konstruktive Richtung aufgetan hat, die klar gesagt hat, hier muss mehr passieren. Ja, insofern, also ich würde jetzt Herrn Tries ergegnen, wenn man diese Referenz sieht, ja, dann ist sozusagen vielleicht auch deutlich, warum der eine oder andere sagt, aufatmend, ja, mit dem, was wir da erreicht haben, ist sozusagen noch nicht die Welt verändert. Und es gibt eine Menge Alltagsszenarien, die sich dadurch in keinster Weise spürbar für die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter geändert haben. Aber es stand durchaus zur Debatte, dass sich vieles verschlechtert und eben in diesem berufsständigen und eben auch arbeitsrechtlichen Kontext bedeutet es einen deutlichen Schritt nach vorn. Vielleicht sozusagen das zur Einordnung auch des Erwartungsmanagements. Und ich glaube sozusagen, wenn wir da aufsatteln und jetzt nach vorne gucken, zu sagen, also ich rede jetzt als Vertreter der kleinsten Oppositionsfraktion, ja, also hätte ich dieses Gesetz gemacht, ich hätte es anders gemacht. Ja, natürlich. Ja, ich hätte das Heilpraktikergesetz angefasst. Ja, ich hätte das BTM-Gesetz angefasst und ich hätte Dinge, die in der Berufsausübung liegen, nicht in einem Ausbildungsgesetz geregelt. Aber nochmal sozusagen, ich glaube, wir sollten, auch wenn es dabei nur um ein Richtungszeichen geht, das Ganze nicht kleinreden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, der nach vorne gegangen ist und der auch eine Abgrenzung zu Stellungnahmen der Ärztekammer und einiger anderer, auch medizinischer Fachgesellschaften waren, die meinten, entweder aus der klinischen Perspektive, also in dem Fall des Krankenhauses, oder aber eben auch sehr theoretischen Annahmen eine sehr, sehr konservative Sichtweise in die Debatte einbringen zu können. Und gerade Herr Reiferscheid, gerade Herr König und auch einige andere Vertreter haben dafür gesorgt, dass gerade in der Anhörung im Bundestag das Ganze in einer Situation, wo es nahezu aussichtslos schien, nochmal gedreht wurde in eine konstruktive Richtung, wo ich nicht nur jetzt im Einzelnen den Vertretern dankbar bin, sondern selber, das sage ich ganz ehrlich, als ich eingetreten bin in den Bundestag, nicht mehr dran geglaubt habe. Okay, Ralf Tries, du hattest gerade noch die Hand gehoben und bist in der Reihenfolge dran. Ja, vielleicht nochmal von meiner Seite. Ich erwarte von dem Gesetzgeber, dass er sein Handwerk auch beherrscht. Und ich vergleiche das jetzt mal mit einer Reanimation. Da wird so ein bisschen am Brustkorb rumgedrückt, so ein ganz klein bisschen. Der Kreislauf, der allerdings bewegt werden soll, der wird in keinerlei Weise bewegt. Im Gegenteil. Es wird der Eindruck vermittelt, wir haben was getan, kurz vor Ende einer Legislaturperiode. Jetzt muss man sich mal vor Augen halten, was ist denn passiert? Wenige Tage vor zweiter und dritter Lesung, da haben sich Bundesregierung und der Bundesrat eine Schlacht geliefert. Ich empfehle allen mal, in den entsprechenden Drucksachen nachzulesen. Da offenbart sich nämlich, wenn man immer in Begründungen nachlesen soll, dann muss man das auch mal mit zur Kenntnis nehmen, wie die sich gegenseitig die scheinbare Rechtsunsicherheit, die der jeweilige Standpunkt vermittelt, vorgeworfen haben. Dann kommt der Gesundheitsausschuss auf den letzten Drücker, einen Tag vor der zweiten und dritten Lesung, kürzt, und dann heißt es auch so schön, in der Kürze liegt die Würze, und legt dann dieses jetzt verabschiedete, aber noch nicht in Kraft getretene Gesetz vor. Und nun heißt es wieder, dann schaut doch in die Gesetzesbegründung rein. Mir als Jurist muss es hier klar die Aufgabe obliegen, zu warnen. Wir sind die dritte Staatsgewalt. Und unsere höchstrichterliche Rechtsprechung, ich darf jetzt mal zitieren, sagt dazu Folgendes. Für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektive Wille des Gesetzgebers maßgeblich, so wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den diese hineingestellt ist. Nicht entscheidend ist demgegenüber die subjektive Vorstellung
der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer Mitglieder über die Bedeutung der Bestimmung und so weiter. Das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof, unsere höchsten Gerichte betonen das immer wieder. Es ist auch vollkommen falsch, wenn hier teilweise zitiert wird, wie nun in der Gesetzesbegründung der Begriff beherrscht definiert wird. Das ist schlicht falsch. Man muss es im Gesamtzusammenhang sehen. Und nochmals, diese Auslegung steht am Schluss des Ganzen. Und bei aller Freude muss ich warnen, ich rede hier als Jurist, das ist meine Aufgabe. Ich sehe natürlich diese berufspolitischen Zielsetzungen, aber der Weg über den 2a schafft keine Rechtssicherheit. Wir werden uns in den nächsten Wochen, ich kriege jetzt schon Anfragen von vielen ärztlichen Leiter Rettungsdienst, in welcher Verantwortung stehe ich denn jetzt? Wie soll ich meinen Leuten denn sagen, was beherrschen sie? Ja, der venöse Zugang vielleicht, d'accord, aber ist es wirklich schon das Atemwegsmanagement? Ich weiß, wie es draußen in der Klinik gelernt wird. Und im Übrigen muss es gelernt und auch danach noch praktiziert werden können. Wie oft wird denn da so ein Tubus reingeschoben? In welcher Situation? Die Patienten liegen wunderschön relaxiert auf dem Tisch drauf. Das sieht draußen in der Realität doch ganz anders aus. Da muss ich fragen als Richter, wie oft hast du die Maßnahme denn durchgeführt? An welchen Puppen? Wie wurde simuliert? Wir haben natürlich die letzten Jahre, und das ist der Riesenvorteil, tolle Entwicklungen gemacht mit ärztlichen Leitern Rettungsdienst, die ganz hervorragende Arbeit gemacht haben. Wir reden nicht von Arbeitsgerichtsrechtsprechung, die 8 oder 10 Jahre zurückliegen. Wir haben wirklich massive Fortschritte erzielt, die alle Beteiligten, die Schulen, die ärztlichen Leiter Rettungsdienst, die Landesgesetzgeber, die ich hier auch meinen Schutz nehmen muss. Es ist auch so eine Tendenz in der heutigen Zeit. Der Bund schiebt es auf die Länder wieder auf den Bund. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Wir leben mit den tatsächlichen Entwicklungen und die Notfallsanitäter und im Übrigen auch noch die Rettungsassistenten, die jetzt dabei sind, auch Rettungssanitäter, machen super Arbeit draußen. Aber das Beherrschen, und die Beispiele konnten mir immer noch keiner so richtig hier nennen, für den 2a, die fehlen mir immer noch und die würde ich draußen an der Front, sowohl als ärztlicher Leiter Rettungsdienst oder auch als Notfallsanitäter, im Übrigen auch als Rettungsassistent, einfordern. Ich wollte wissen, von meinem verantwortlichen Arbeitgeber, wenn ich rausfahre, beherrsche ich diese Maßnahmen im Einzelnen. Und die Frage bleibt immer noch offen. Und genau da wird die Diskussion ansetzen und da wird uns alle Bemühungen, die Sie hier schildern, da gehe ich mit Ihnen vollkommen d'accord, die werden uns aber nicht weiterhelfen. Schade, dass wir mit diesem 2a wahrscheinlich jetzt genau uns wieder in eine Diskussion reinbegeben, wie damals vielleicht bei der Stellungnahme der Bundesärztekammer 1992. Die finde ich besser wiederbelebt, als das, was der Gesetzgeber jetzt geleistet hat, nach dem Motto, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und schaffen Rechtssicherheit und tun nach außen so, als wäre das super. Sehen Sie es mir nach, Herr Dr. Dahmen. Zum Ende der Legislaturperiode werden im Moment Gesetze durchgepeitscht. Man hat den Eindruck, es muss noch durch, der Wähler soll irgendwie zufriedengestellt werden. Und das finde ich nicht gut. Dafür ist ein Gesetz nicht da. Nochmal, ein bisschen reanimieren, der Patient stirbt ihn auch. Okay, Herr Spengler und dann Herr Sudowe. Das war natürlich jetzt eine harsche Kritik am Gesetzgeber. Ich würde aber trotzdem mal den Dr. Dahmen an der Stelle vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Also wenn man sich angeguckt hat, wie der Referentenentwurf aussah, wenn man sich die teilweise doch, also ich sage mal fast abenteuerlichen Begründungen zum Referentenentwurf durchgelesen hat, die damals im Raum waren, dann muss man ehrlicherweise dazu sagen, es ist doch was ganz Wichtiges passiert. Also das Schlimmste ist verhindert worden. Und natürlich ist das, wie es in der Politik heutzutage ist, ein Minimalkonsens auf einem Niveau, das, ich sage nochmal, da bin ich bei Kollegen Dries dabei, das ist juristisch natürlich absolut wenig. Und es ist handwerklich schlecht gemacht. Aber es gibt jetzt für mich als Praktiker einen ganz wichtigen Aspekt. Wenn ich heute in die Situation käme, dass ich wieder einen Kollegen hätte, der mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist, habe ich zumindest ganz andere Stellungnahmen. Ich habe heute andere Stellungnahmen von Berufsverbänden. Ich habe heute interdisziplinäre Überlegungen, die früher niemals der Fall gewesen wären. Und insofern, das ist, was ich meinte, auch mit, es ist sicherlich nicht sicher, da bin ich dabei. Es ist strafrechtlich schon gar nicht sicher an der Stelle. Aber wir haben mehr Sicherheit für die Beschäftigten, weil einfach das Gefahrenpotenzial deutlich geringer geworden ist. Und man natürlich auch Richter davon überzeugen kann, wenn man Stellungnahmen von Berufsverbänden, von Arbeitgebern, von Hilfsorganisationen vorlegen kann, die alle doch jetzt unisono gesagt haben, wir wollen eine solche verbesserte Situation für das Personal. Aber unbestritten, das ist ein ganz, also handwerklich schlecht gemachter Text. Henrik.
kann und möchte das handwerklich gar nicht beurteilen. Ich glaube nur, verstanden zu haben, was der Gesetzgeber wollte. Und das finde ich gut. Das war immer das Erste. Das Zweite wäre, über den Schlauch rede ich jetzt nicht nochmal. Das Dritte wäre, es gibt den Pyramidenprozess, in dem sind festgeschrieben Dinge, die Notfallsanitäter bis zum Kompetenzniveau beherrschen, in der Schule lernen müssen und sollen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Handhabe ist, um sich zu überlegen, was denn jetzt an Maßnahmen in Frage kommt. Und die letzte Anmerkung wäre, wenn es um Seminare für ärztliche Leiter Rettungsdienst geht, als kleine Anregung, wenn der ärztliche Leiter Rettungsdienst den Pyramidenprozess in seinem Bereich umsetzt und 2C-Maßnahmen etabliert, dann brauche ich überhaupt gar keine 2a-Paragraphensituation. Dann arbeite ich nach 2c. Ist doch viel besser. Okay, herzlichen Dank. Marco König, du hast eine Wortmeldung angezeigt. Ja, nur ganz kurz. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. 7 Jahre sind verstrichen. Und das, was hier an Kritik geäußert wird, das hätte ich mir gewünscht, wenn das vorher mal gefallen wäre. Und dass man sich so um das Thema Beherrschen mal ausgelassen hätte. Das ist nicht erfolgt. Und wir haben jetzt natürlich nicht die glücklichste Situation. Unsere Stellungnahmen waren so, dass das Heilpraktikergesetz angepasst wurde. Aber jetzt auch zu sagen, die Politik macht handwerkliche Fehler. Sie wissen doch letztendlich, wer in der Politik das verhindert hat, dass es ins Heilpraktikergesetz kommt. Sie wissen doch, wer von den Politikern mit welcher beruflichen Qualifikation, bis auf Ausnahmen, die wir hier ja auch haben, letztendlich oft dagegen waren. Sie wissen, wie die Stellungnahmen der ärztlichen Verbände grundsätzlich waren. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man in diesem Prozess, um dann letztendlich dem Gesetzgeber noch was an die Hand zu geben, dass dort Stellungnahmen abgegeben worden wäre. Jetzt ist es letztendlich zu spät. Jetzt ist es natürlich sehr einfach, mit dem Finger auf das Gesetz zu zeigen. Aber das Glas ist halt voll und ich hoffe nicht, dass sich jetzt hier Notfallsanitäter so eingeschüchtert sehen, dass sie sagen, um Gottes Willen, das ist schlechter als vorher, wir hätten nach § 34 StGB arbeiten sollen, jetzt bin ich erst richtig dran. Das ist eine Diskussion, die in die falsche Richtung geht oder beziehungsweise Argumente. Der Notfallsanitäter muss sich jedes Mal fragen, wenn er eine invasive Maßnahme tätigt, ob er sie noch beherrscht und dazu gehört, dass er die Komplikation letztendlich auch um die weiß und um her wird. Und ich habe das vorhin an einem Beispiel erwähnt mit der supraglottischen Atemwegshilfe. Ist ja nicht so, dass ich den Fragen aus dem Weg gehe. Er muss wissen, wenn da keine Luft reingeht, dann ziehe ich das raus und nehme die Maske. Und wenn es mit der Maske nicht geht, dann bin ich beim § 34 StGB, dann muss ein Rettungsversuch gestartet werden mit einer endotrachealen Intubation. Oft genug hat er ja beim Notarzt daneben gestanden, wenn er dort assistieren sollte und hat es in der Klinik hoffentlich 10-mal auch praktisch geübt an einem Patienten mit einem normalen Atemweg. Also das Standardgeschäft, das muss der Notfallsanitäter beherrschen, das Standardgeschäft ist der Pyramidenprozess und da sollten wir jetzt einen Fokus drauf legen. Vielleicht darf ich an der Werte Stelle Gäste, wenn ich an dieser Stelle einmal kurz zusammenführen darf, dann haben wir uns zu Eingang der Veranstaltung 2 Zielsetzungen aufgenommen. Einmal die Zielsetzung, aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Gesetz zu gucken. Und ich würde an dieser Stelle schon mal das Zwischenfazit absichern. Das scheint uns bis hierhin schon mal hervorragend gelungen. Herzlichen Dank dafür. Die zweite Zielsetzung, die wir zu Beginn ausgerufen hatten, war, unsere Leserinnen und Leser zu Wort zu kommen und hier einfach die Plattform zu nutzen, die Fragen an die vorhandenen Experten zu adressieren. Und vor diesem Hintergrund würde ich jetzt gern einmal die Vielzahl an Fragen, die zum Teil schon aufgelaufen sind, von der Redaktion einmal ins Bild bringen lassen. Und vielleicht sei an dieser Stelle schon der Hinweis erlaubt. Wir haben so viele Fragen bekommen, dass man jetzt schon sagen kann, auch wenn der Herr Spengler vorhin 23.30 Uhr als Zeitfenster ins Gespräch gebracht hat, würde das etwas knapp, auch wenn ich die Sprechgeschwindigkeit steigere. Vor diesem Hintergrund werden wir uns jetzt mit einer kleinen Auswahl auseinandersetzen und wir werden die anderen Fragestellungen dann in der nächsten Ausgabe versuchen aufzuarbeiten. Die Informationen habe ich schon von hinter den Kulissen erhalten. Ja, Christoph, und könnt ihr uns mal die Frage einspielen? Ich würde sagen, derjenige, der die Frage als Ansprechpartner bekommt, beantwortet sie und dann lassen wir die Kollegen gleich die nächste Frage starten. Johannes Neumann hat eine Frage an Marco König adressiert.
Ja, vielen Dank. Das ist, die Antworten sind vielfältig. Also zunächst einmal, was mich wirklich erschrocken hat, damals aus Bayern, ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst, wo das Notfallsanitätergesetz neu war, dass entsprechend ein IV-Zugang nicht freigegeben wurde, weil ihm nicht klar war, inwieweit er in die Haftung genommen wird. Da frage ich mich, ob das nicht irgendwie vor der Vertragsgestaltung mal beantwortet werden sollte. Artikel 34 schützt natürlich auch die ärztlichen Leiter, es sei denn, sie begehen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Das ist, wenn es leitliniengerechte Versorgung geht, sicherlich nicht der Fall. Dann sind die Träger gefordert, ausreichend Stellen zu schaffen, dass überhaupt die ärztlichen Leiter das natürlich auch machen können. Und die ärztlichen Leiter sind natürlich dazu berufen, ganz viel Wasserträgerarbeit zu leisten. Und das ist entsprechend noch verbesserungsbedürftig. Das muss man einfach so sagen. Ich hätte mir gewünscht, entweder die ärztlichen Leiter sagen, als es 2014 losging, wir regeln nach und nach über SOPs im Rahmen der Mitwirkung, oder aber, dass sie sagen, ich verbiete euch nichts, wie es zum Beispiel mit der Kardioversion ist, teilweise auch die Anaphylaxiebehandlung durch Adrenalin ist verboten gewesen, was ja auch bemerkenswert ist, dass man sagt, du entscheidest bitte, was du hast, ich tue alles aufs Fahrzeug, zumindest den Pyramidenprozess, und du schaust, was entsprechend durchgeführt werden kann. Danke. Marco König, herzlichen Dank. Gibt es von den anderen Kollegen zu der Frage noch Anmerkungen oder vielleicht auch eine Gegenrede? Okay. Dr. Ralf Kipke, ich würde jetzt an der Stelle einmal bitten, vielleicht kurz direkt das Mikrofon zu öffnen, weil bei der Ansicht sehe ich die Hände nicht mehr ganz so gut. Von daher bitte für die Gäste, wenn ich die Aufforderung zur Beteiligung stelle, dann gern sich aktiv beteiligen. Dr. Ralf Kipke, bitte gerne hierzu auch nochmal ergänzend Stellung beziehen. Also ich möchte Herrn König hier beipflichten, es ist eine Frage der Ressourcen. Also wir sind in Dresden 3 Ärzte und wir langweilen uns nicht. Und wir haben die Zertifizierung und ich denke, ein Notarzt als ärztlicher Leiter Rettungsdienst in einem großen Rettungsdienstbereich ist einfach zu wenig. Und hier müssen mehr Ressourcen bereitgestellt werden. Danke. Okay. Herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, Herr Spengler, die nächste Frage wartet auf Sie. Jetzt kann ich die gar nicht lesen, weil bei mir teilweise der Bildschirm drin ist. Inwieweit kann die Umsetzung, und dann hört es auf, des 2a auch als eine erhöhte Umsetzungspflicht bzw. mehr Verantwortung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern interpretiert werden? Ja, das wird eine spannende Frage werden. Also auch diese Diskussion geht ja die ganze Zeit schon immer wieder in die Richtung, heißt nicht, dass ich dann auch muss. Und ich würde mal sagen, natürlich habe ich hier die Garantenstellung auch stärker ausgestaltet jetzt. Vor allen Dingen muss man ehrlicherweise sagen, wir gehen ja in eine Situation hinein, bei der wir ein Thema hinten dran sehen müssen. Das ist auch sicherlich der Haftpflichtversicherungsschutz, der jetzt eine Rolle spielt an der Stelle. Also ich würde mal sagen, das ist eine Diskussion, die wird noch aufkommen, dass jetzt die Forderung dann auch kommt, dass es umgesetzt werden muss. Und ich sehe schon, dass bestimmte Maßnahmen, die ich beherrsche, die muss ich auch umsetzen. Okay. Ergänzung, andere Sichtweise. Vielleicht ein wichtiger fachpolitischer Hinweis von mir. Ich glaube im Übrigen, eine völlig unterbelichtete Debatte, die wir insgesamt auch im Bereich der 2C-Maßnahmen führen müssen. Wir haben meines Erachtens in der Qualität der notfallmedizinischen Versorgung in Deutschland gar nicht so sehr das Problem, dass wir in Bereichen, wo bestimmte Dinge durch eine SOP geregelt sind oder zukünftig im Rahmen des 2a angewendet werden sollten wenn sie beherrscht werden, sondern wir haben vor allem auch ein Problem des Unterlassens. Ich glaube, im Kern ist es doch so sozusagen, dass es eben nicht immer nur eine Frage geht, mache ich eine Invasivität, sondern auch Sachen, die geboten sind, die vernünftig sind, dann auch umzusetzen, wenn sie denn geregelt sind. Und ich glaube, also wenn wir uns um wirkliche Qualität bemühen, dann ist auch in der Durchsetzung eben, dass Dinge, die vernünftig sind, auch gemacht werden sollten. Da ist noch viel mehr Potenzial.
durch diese ganze Angst, die in den letzten Jahren geschürt wurde, und ich hoffe, so ein bisschen können wir auch da jetzt einen Deckel drauf machen, ist ein Stück weit aus dem Blick geraten, dass eben gute Versorgung auch bedeutet, dass Dinge, die beherrscht werden, auch dann wirklich getan werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das sollten wir auch nach außen tragen. Also es ist nicht eine Kann-Option, also wo man sagt, ich fange eine Behandlung an, wenn ich unter allen Umständen und persönlicher Auffassung jetzt gerade der Meinung bin, das ist okay, sondern zu sagen, im Kern kann erwartet werden, dass diese Dinge dann auch gemacht werden sollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Fokus. Ja, also darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir Dinge, die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft sinnvoll und geboten sind, dann auch tatsächlich dem Patienten an Versorgung zugutekommen lassen. Okay, herzlichen Dank. Ralf Thies, du hast die Hand gehoben in deinem Button. Bitte, schließ gern an. Ja, und das ist genau die Krux des Ganzen. Wenn man dann diese weite Auslegung aus der Begründung rauszieht, die Vorredner hier herangezogen haben, beherrscht es nicht so eng zu fassen, wie ich das gesagt habe, dann wird die Garantenstellung auch sehr weit zu sehen sein. Das heißt, die Forderung wird auch aufkommen dürfen vom Patienten. Und das wird haftungsrechtliche Konsequenzen haben, insbesondere, und das ist entscheidend, wenn mal was irgendwie schief läuft, dann wird der Patient nämlich seine Einwilligung, Klammer, mutmaßliche Einwilligung, am Beherrschen festmachen. Das muss man auch mal klar sehen. Das heißt, das wird ganz relevant werden und wird sich dann auch in diesen Diskussionen juristisch auswirken. Das scheinen ja auch einige noch gar nicht verstanden zu haben, dass dieser Gedankengang eine Riesenrolle spielen wird. Die Garantenstellung wird damit als Standard definiert und dieser Standard, das wird eine Herausforderung sein für die Praxis. Für die Praxis, nicht für den Juristen, zunächst mal für die Praxis, diese Dinge klarzustellen den Leuten, die draußen fahren. Wenn das ja so einfach ist mit der Rechtssicherheit, dann mögen alle Praktiker das jetzt umsetzen in ihren Bereichen. Viel Erfolg. Ich habe meine Zweifel. Der Richter, der damit beschäftigt wird, wird zu gegebener Zeit dann einen Sachverständigen holen. Das wird ein Arzt sein in der Regel. Der wird nicht den Herrn König einladen. Das kann ich ihm jetzt schon sagen. Der wird auch nicht die ganzen Gesetzesbegründungen lesen. Der wird sich das anhören und wird dann daran knüpfend Entscheidungen treffen. Auch zivilrechtlich. Und wenn wir von Beherrschen sprechen, kann das nach dem entsprechenden Gesetzesvorgaben 630 folgend auch dazu führen, dass es sogar zu einer Beweislastumkehr kommt. Denn wenn ich sage, das musst du beherrschen können, schau mal in den Pyramidenprozess, was da gelernt wird, das kannst du alles beherrschen, was du in der Ausbildung gemacht hast, dann kann dieses, wer es beherrscht, kann möglicherweise gerade in der Notsituation, der Patient nimmt es nicht mehr wahr, zu einer Beweislastumkehr führen. Und deshalb warne ich davor, unsere Kolleginnen und Kollegen, gerade in den Unwägbarkeiten von Notfalleinsätzen, hier in den Beherrschenstatus zu überführen. Das ist schlicht kontraindiziert und hochgradig gefährlich. Herr Spengler, Sie hatten auch die Hand virtuell gehoben. Ja, ganz kurz. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir diskutieren hier immer sehr theoretisch über strafrechtliche Fragestellungen. In der Praxis draußen haben wir ein ganz anderes Thema. Da haben wir ein Beweislastumkehrthema. Da haben wir diese klassischen Kunstfehler, in Anführungszeichen, wenn sie denn kommen. Und jetzt mit einer Verschärfung der BGH-Rechtsprechung zur Beweislastumkehr. Und ich glaube, dass wir viel stärker jetzt den Fokus darauf richten müssen, wie sichern wir die Kolleginnen und Kollegen da draußen in der Zukunft ab? Wie ist der Haftpflichtversicherungsschutz, wenn wirklich was schief geht? Weil ganz klar, natürlich werden auch die Anforderungen der Bevölkerung auf ein sich veränderndes Berufsbild anders werden. Das heißt, die Erwartungshaltung wird eine andere werden. Und Medizinrechtler und Anwaltskollegen werden solche Prozesse führen. Und ich glaube, dass das Risiko, in einen solchen Prozess hineingezogen zu werden, viel größer ist, als die Fragestellung strafrechtlich belangt zu werden. Darauf müssen wir den Fokus in Zukunft richten und das auch absichern in den Betrieben und in den Hilfsorganisationen. Okay, herzlichen Dank. Dann haben wir die nächste Frage für Herrn Dr. Dahmen. Ja, ich hatte das eingangs ja in so einem Dreiklang einmal aufgezählt. Also ich glaube, selbstverständlich das ist aus der Debatte jetzt deutlich geworden, das ist auch aus dem Beratungsprozess zu dem Gesetz deutlich geworden. Was es eigentlich braucht, ist eine grundlegende Überarbeitung des Heilpraktikergesetzes. Das betrifft im Übrigen jetzt nicht nur den Beruf von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern, sondern auch den gesamten Bereich vieler anderer Gesundheitsberufe, die da ja gleichermaßen mit von betroffen sind. Also insofern wäre es insgesamt sehr wünschenswert für die Gesundheitsversorgung in Deutschland, wenn wir das Heilpraktikergesetz anpacken und einfach
auf einen modernen interdisziplinären Berufsstand ausrichten. Das ist sozusagen eine große Baustelle, die ist aber völlig überfällig und die ist auch offensichtlich. Das fängt bei den Formulierungen und dem Sprachgebrauch an und geht über die tatsächliche Ausgestaltung weiter. Der zweite große Baustein ist der, der eigentlich einfach gemacht ist und den ich mir sehr gewünscht hätte, dass er auch in der aktuellen Reform schon mit untergebracht wäre, wäre das BTM-Gesetz zu reformieren, um auch da Generaldelegationen, wie sie in einigen Teilen in Deutschland ja schon sehr umfangreich für 2C-Maßnahmen praktiziert wird, auch möglich zu machen. Auch da ist ein Stück weit ein Anachronismus mit dem expliziten Arztvorbehalt dort drin. Auch das hätte man aufheben müssen und in Bezug gerade auf moderne Schmerztherapien in der Notfallmedizin aktualisieren müssen. Das wäre einfach gewesen, ist leider aber aufgrund der Komplexität der Debatten unter den Tisch gefallen und ist sicherlich ein einfach zu regelnder Teil, den man anpacken sollte. Ja, und der dritte Teil, da muss ich Herrn Tries widersprechen. Also es hat jetzt nichts mit Bund, Länder, Schuldzuweisung zu tun, sondern es ist schon so, dass die Qualität der Landesrettungsdienstgesetze sehr, sehr unterschiedlich in der Ausgestaltung ist. Ja, und wenn wir uns fragen, es ist ja jetzt hier viel angeklungen worden, wenn es um Ressourcen geht, dann hängt die Ressourcenfrage ja jetzt nicht an der Laune von irgendeinem Landrat, ob er jetzt sich gerade ein oder zwei Ärzte leistet, ja, sondern die liegt auch daran, wie Gesetze in den Ländern gestrickt sind und was da an Aufgaben definiert ist und an Zuständigkeiten definiert ist, bis dahin, dass es dann die Regelungsinstrumente wie Generaldelegation oder Vorabdelegation oder aber auch die gesetzliche Ausformulierung von medizinischen Handlungsanweisungen beziehungsweise SOPs in derartigen Gesetzen in keinster Weise flächendeckend gibt, sondern nur in der Minderheit überhaupt ausgestaltet ist. Und hier ist durchaus landesgesetzlich anknüpfend an die Debatte, die wir jetzt im Bund geführt haben, dringender Regelungsbedarf, weil also da entscheidet sich tatsächlich, wie Medizin vor Ort gemacht wird, und zwar nicht nur die der Notfallsanitäter und Notfallsanitäter, sondern genauso auch ärztlicher Kollegen und eben auch in der Verantwortung der jeweils ärztlichen Leitung für die Delegation, eben nicht nur im Kontext der, des 2a, sondern vor allem auch der 2c-Maßnahmen, die den Alltag im Rettungsdienst ja wirklich im großen Teil ausmachen. Herzlichen Dank, Dr. Florian Reiferscheid. Sie hatten auch hier nochmal Gesprächsbedarf angezeigt. Kommen Sie doch gern dazu. Ja, vielen Dank. Ich wollte Jana Stamm da vor allem nochmal zustimmen und unterstützen, vor allem in dem Punkt, dass ich auch der Meinung bin, wir müssen als nächstes sicherlich das Betäubungsmittelrecht angehen, und zwar dahingehend, dass das ärztlichen Leitern Rettungsdienst möglich wird, im Rahmen von 2C-Maßnahmen auch die Anwendung dieser Medikamentengruppe regeln zu können. Und wir müssen global, das war der letzte Punkt von Janusz Damm, dafür sorgen, dass eben ärztliche Leiterrettungsdienst sowohl gesetzlich als auch personell und materiell in die Lage versetzt werden, das Ganze auch zu leisten, und zwar mit Blick auf eben nochmal den gesamten Rettungsdienst und die dort Tätigen. Denn auch die Notärztinnen und Notärzte brauchen da eine gewisse Aufmerksamkeit der ärztlichen Leiter. Und da ist, glaube ich, an vielen Stellen noch sehr viel Nachholbedarf. Also der ärztliche Leiter Rettungsdienst aus meiner Sicht muss die notärztliche Erfahrung besitzen. Er muss aber eben auch die Möglichkeiten haben, diese ganzen Dinge umzusetzen, sodass wir möglichst viele Maßnahmen am Ende des Tages in den Bereich 2C geschoben und geregelt bekommen. Danke. Okay, herzlichen Dank. Dann haben wir die nächste Frage. Wie soll man mit ELRD umgehen, die den Pyramidenprozess nicht anerkennen und viele Maßnahmen verbieten? Eine Frage, die jetzt hier keinen speziellen Adressaten hat. Herr Dr. Kipke, Sie haben ja quasi davon berichtet, dass Sie da ein sehr personalintensives System haben, was sicherlich auch Ressource bedarf. Was ist das Motiv dafür? Wie können wir es bieten? Es ist nur eine reine Ressourcenfrage. Sehen Sie einen Zugang, wie wir diese Situation zukünftig lösen können? Naja, ich kann mich da erinnern an Artikeln, da ging es immer um das Organisationsverschulden. Und das muss man dann vorhalten, dass wenn also keine SOP da vermittelt werden, es geht ja nicht bloß um das Schreiben, es geht auch um das Vermitteln und um ja, Unterricht mit Simulationen und so weiter. Wenn man das nicht realisiert, dann begeht man ein Organisationsverschulden und am Ende kommen vielleicht Patienten zu Schaden. Das muss man klar machen.
Okay, Marco König. Danke. Also, Herr Slomka darf sich dann gern an uns wenden und wir schauen uns das gerne mal an. Was überhaupt nicht geht, dass lebensrettende Maßnahmen verboten werden. Und wir sollten, wir Notfallsanitäter sollten unsere Verantwortung wahrnehmen und Patienten so versorgen, wie es uns möglich ist. Und das hat nicht nur was mit Beherrschung zu tun, sondern dann gibt es häufig auch das Problem, dass die Fahrzeuge schlecht ausgestattet sind. Das ist nicht den Stand der Wissenschaft und Technik oder den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entspricht. Und auch da hat Herr Kipke recht, da ist aus Organisationsverschulden. Und dann kann man sich an den Träger wenden. Aber das können wir gerne machen. Uns ist ja schon einiges jetzt in der Auswertung aufgefallen. Und dem können wir dann mal auf den Grund gehen. Ralf Tries, ich habe gerade gesehen, du hast auch die Hand gehoben. Diejenigen, die ich im Bildschirm habe, ich sehe Dr. Dahmen, Sie haben auch quasi schon wieder das Mikro aktiviert. Von daher würde ich sagen, Herr Tries und dann Herr Dr. Janusz Dahmen. Also es ist natürlich so, die Ärztinnen und Ärzte, die zum ärztlichen Leiter Rettungsdienst bestellt worden sind, die haben eine hoheitliche Aufgabe zu erfüllen und unterliegen natürlich auch genauso der Kontrolle wiederum. Sie selbst müssen ihrer gesetzlich und auch tatsächlichen Organisations- und Überwachungsverantwortung Rechnung tragen. Im Übrigen auch, was den Paragraph 2a Notsanggesetz angeht, die dort beschriebene Eigenverantwortlichkeit führt nicht dazu, dass alle anderen Akteure auf der Arbeitgeberseite, ärztlicher Leiter Rettungsdienst in seiner Position außen vor bleiben. Natürlich müssen die weiterhin für Recht und Ordnung in ihrem Arbeitsbereich führen. Und natürlich, Herr König, darf ich auch als Arbeitgeber vielleicht in Kombination dann über den ärztlichen Leiter Rettungsdienst gewisse Maßnahmen verbieten. Selbstverständlich, ich darf auch gewisse Medikamente beispielsweise sagen, die kommen bei mir nicht an Bord. Ich muss es natürlich als ärztlicher Leiter Rettungsdienst in Verbindung mit dem zuständigen Verantwortlichen auf der jeweiligen, im jeweiligen Bezirk verantworten können. Aber das ist doch ganz klar, sonst hätte es ja zur Folge, und das darf der 2a auf gar keinen Fall mit sich bringen, dass irgendwelche Kollegen draußen meinen, ich kann das, ich packe jetzt mal meine eigenen Medikamente zusammen und führe die im Rucksack mit und tue und lasse, was ich will. Wenn das die Konsequenz ist, wäre das schlecht. Man muss natürlich sagen, das ist möglich, aber wie jeder Kollege, der im Rettungsdienst tätig ist, in diesem System unterliegt natürlich auch ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst Rechenschaftspflichten. Das ist doch ganz klar. Okay. Also dem widerspreche ich nochmal. Lebensrettende Maßnahmen darf der ärztliche Leiter Rettungsdienst genauso wie die Kommune nicht verbieten. Das würden wir bis zum Schluss durchfechten. Wenn wir so weit sind in Deutschland, dann gute Nacht, Marie. Ich glaube, wir reden jetzt auch ein bisschen aneinander vorbei. Es geht nicht darum, lebensrettende Maßnahmen zu verbieten. Die Frage ist doch, was ist eine lebensrettende Maßnahme vor einem Einsatz, in dem wir uns befinden? Geht es darum, wenn ich als ärztlicher Leiter Rettungsdienst das Medikament A nicht an Bord des Rettungswagens mitführe, der Kollege sagt, das ist aber jetzt die lebensrettende Maßnahme für mich, dieses Medikament zu geben, deshalb führe ich es mit und gebe es eventuell auch. Dann haben wir aber einen Riesenprozess. Das kann doch nicht Ziel dieser Diskussion sein um den 2a. Kein Notfallsanitäter nimmt jetzt eigene Medikamente mit. Jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, also da kann ich Ihnen auch Beispiele nennen. Aber wir können doch nicht immer den Extremfall jetzt nennen. Jetzt nehmen Sie doch mal bitte die Gegebenheiten, wie sie in Deutschland sind. Und wenn der Patient kardiovertiert werden muss, weil er entsprechend in einem hochkritischen Zustand ist, dann kann es nicht sein, dass der ärztliche Leiter es verbietet. Dann wird er kardiovertiert, wenn er bewusstlos ist und nicht erst gewartet, bis das Kammerflimmern einsetzt. Wir sind hier in Deutschland und nicht irgendwo im tiefen Russland oder Afrika. Also wenn das jetzt nicht mehr möglich ist, und das hat mit 2a überhaupt nichts zu tun, das erwarte ich auch von einem Rettungsassistent, dann brauchen wir keinen professionellen Rettungsdienst. Da soll sich die Kommune für schämen, wenn sie sowas herausgibt. Vielleicht sozusagen Blick nochmal aus der Perspektive, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Ich glaube, dass diese Formulierung, die jetzt im Gesetz getroffen ist, doch im Kern eigentlich einen Anstoß nochmal gibt vor Ort, genau sich die Frage zu stellen, was muss denn vielleicht oder was ist denn sinnvollerweise
vielleicht in tatsächlich in besser in SOPs und medizinischen Handlungsanweisungen zu regeln und kann auch im Bereich von 2C-Maßnahmen für den Alltag gut gelöst werden. Ich glaube, die ein oder andere ärztliche Leitung vor Ort, die auch aus Verunsicherung, wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund schlechter Landesgesetzgebung, auch in der Vergangenheit zurückhaltend war, wird jetzt mit der neuen Gesetzgebung nochmal einen Anlass haben, sich konkret zu fragen, was sind Dinge, die wir im Bereich des 2a haben wollen oder die wir vielleicht besser nachvollziehbarer im Bereich 2c-Maßnahmen auch im Alltag geregelt kriegen und dann entsprechend vordefiniert werden. Dann lässt sich im Übrigen auch viel einfacher schulen. Man hat eine entsprechende Grundlage und ich glaube, wie gesagt, nochmal ausdrücklich, der neue Ton in diesen Beratungen in der Schlussphase, im Schlussspurt war ja eben, dass der Bundesverband Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, die Band und der DBRD gemeinsam hier in einem Statement gesagt haben, also das ist der Minimalkonsens der Vernunft, der einen Schritt nach vorne bedeutet und eben nicht das Ganze im Streit ausgefochten wurde wie in der Vergangenheit. Das ist doch ein konstruktives Element, was nicht wegzureden ist. Und ich glaube, ich würde jetzt auch eher am konkreten, realistischen Beispielen bleiben und nicht Absurditäten herbeiziehen, die das Ganze kleinreden. Ich glaube, das tut weder der Sache gut, noch macht es Mut den Mensch draußen. Okay. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wichtig ist natürlich auch die Kontrolle, die dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst gegeben sein muss, des Personals, zum Beispiel durch regelmäßige Überprüfungen. Denn auch da vielleicht nochmal an den Berufsverband höre ich immer wieder, dass große Teile von Rettungsdienstbezirken sich diesen Kontrollen nicht teilnehmen wollen und nicht stellen wollen. Die müssen natürlich damit rechnen, dass sie in einem Gerichtsverfahren eine gewisse Beweisschwierigkeit bekommen. Da wünsche ich mir natürlich auch, wenn man den ärztlichen Leiter Rettungsdienst diese Verantwortung auferlegt, vollkommen zu Recht, dass aber auch das Personal sich dann, wenn es ja etwas so einfach beherrschen kann nach einer guten Ausbildung, sich der jährlichen Kontrolle auch mit Prüfung unterzieht und das Beherrschen entsprechend nachweist. Das ist im Interesse aller Beteiligten, auch für den Fall, dass es mal zum Konflikt kommt. Denn da hört man auch leider immer wieder, nicht nur bei den ärztlichen Leitern Rettungsdienst, dass es auch da durchaus Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich dem nicht so offen stellen, wie es jetzt hier vielleicht vermittelt wird. Herr Spengler. Ja, jetzt wird es natürlich spannend, Herr Dries, weil das ist natürlich gerade eine rheinland-pfälzische Besonderheit gewesen. Es gibt ja durchaus eine erhebliche Ablehnung von Rettungsdienstmitarbeitern, sich quasi jährlich irgendwelcher Beherrschungsscheine und Überprüfungen zu unterziehen, die teilweise halt auch wirklich sehr unterschiedlich bundesweit gehandhabt werden und die aber erstaunlicherweise, ja, das müssen wir mal festhalten, ein Teil betrieblicher Bildung sind. Das ist ein Arbeitgeber, der das durchführen muss. Und der Arbeitgeber, der dann eventuell auch Sanktionen ergreift, also diese typische Angst, ich werde runtergruppiert, wenn ich dieses Jahr durch die Prüfung falle und Ähnliches. Da gilt es anzusetzen und Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Auch da dieses Damoklesschwert zu nehmen, dass wenn ich irgendetwas nicht bestehe, ich vergütungstechnisch 2 Entgeltgruppen nach unten rutsche und diese ganzen Errungenschaften, die müssen wir endlich abschaffen, weil das ist tatsächlich überholt und das ist alte Denke. Ich muss Vertrauen schaffen, dass solche Prüfungen mir helfen sollen, dass ich qualifiziert werde, auf einem hohen Stand zu bleiben und nicht mit der Angst leben muss, ich kriege irgendwelche Nachteile oder fahre noch ein Jahr lang nur noch KTW. Okay, Herr Dries, Herr Spengler, wer steigt ein? Herr Spengler, Ihr Mikrofon ist noch offen. Wollen Sie beginnen? Also meins war zu, glaube ich, oder? Ich wollte dem Kollegen Dries den Vortritt lassen. Ja, das war jetzt ein rhetorischer Schachzug. Gerne, starten Sie. Also wenn der ärztliche Leiter Rettungsdienst die Maßnahme nicht freigegeben hat, ich muss mich jetzt an die enge Vorgabe knüpfen, sonst wird es zu kompliziert, dann spricht schon viel dafür, dass es nicht eine Standardmaßnahme in dem Bezirk sein kann. Wenn es keine Standardmaßnahme in dem Bezirk sein soll, dann wird man auch das Unterlassen strafrechtlich schwer zum Vorwurf machen können, mit größter Wahrscheinlichkeit. Denn ich kann nur das, was zumutbar und erwartet wird, also Standard ist, diese Messrate muss ich überspringen können, erwarten können. Und wenn dann auch noch so ein Verbot beherrscht, selbst wenn man jetzt mal unterstellt, dieser ärztliche Leiter Rettungsdienst fällt in die Kategorie der eben beschriebenen, die sich gänzlich weigern, vollkommen unkooperativ und meinen, wir bewegen uns noch im Rettungsdienst im Jahre 1939, zum Zeitpunkt, als das Heilpraktikergesetz in Kraft getreten ist,
dann wird es da im Bereich der Entschuldigung vielleicht relevant werden. Also der Kollege wird nicht mit einer Bestrafung rechnen müssen, aber das sind Situationen nochmal auch an draußen. Wenn solche Probleme wirklich noch bestehen, dann empfehle ich jedem, das Gespräch, die Kommunikation vor dem Einsatz zu suchen mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Auch da gibt es wichtige Entscheidungen, schriftlich eine Eingabe machen. Ich sehe mich vor dem und dem Problemfall. Wie gehe ich damit um? Reagiert er gar nicht? So gibt es eine Arbeitsgerichtsentscheidung. Dann kann man darauf nachher gar nicht so ohne weiteres Sanktionen auch nicht arbeitsrechtlich stützen. Also bitte, wir wollen doch alle, auch wenn das jetzt hier teilweise in der Diskussion etwas kontrovers rüberkam, aber das Ziel, was wir alle doch einheitlich verfolgen, jeder, der hier sitzt unter den Teilnehmern, wie unter den Zuhörern, ist doch unseren Rettungsdienst handlungsfähig, kompetent zu halten und auch noch weiter zu steigern. Und das im Team, und das ist doch das Ziel. Es ist doch kein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Aber das erreichen wir auch nur miteinander. Und deshalb die Frage beantworte ich, er muss nichts strafrechtlich befürchten, aber man sollte solchen Aspekten, Herr Steffel, immer im Vorfeld diskutieren, auseinandergehen, und kommt eine unbefriedigende Antwort oder gar keine, dann der ärztliche Leiter Rettungsdienst hat einen Dienst vorgesetzt, dann reicht man die Frage weiter. Und dann ist man auch, wenn es wirklich mal zum Problemfall, gut abgesichert, wenn man dann doch die Maßnahme anwendet. Herr Spengler, ich würde sagen, kommen Sie gedanklich zum letzten Statement, zu der Frage, damit wir dann quasi zu unserer Schlussrunde im Nachgang einleiten können. Also ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, dass auch in diesem Fall die strafrechtliche Problematik das geringere Problem ist. Was man dem Kollegen in diesem Fall nicht ersparen kann, ist, dass eventuell jemand kommt und sagt, ich möchte Schmerzensgeld, ich möchte Schadenersatz, weil da was nicht durchgeführt wird. Das wird sehr viel näher liegen den betroffenen Menschen, die da vielleicht tatsächlich dann auch einen gesundheitlichen Schaden genommen haben. Ich glaube, dass das das größere Thema ist. Und deswegen, ich sage es nochmal, wir müssen auch dieses Haftungsthema insgesamt jetzt sehr viel stärker in den Fokus nehmen. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank und all denen, die noch eine Frage adressiert haben, die wir jetzt nicht unterbekommen haben. Wir werden schauen, dass wir noch den einen oder anderen Kanal auftun, um die Fragen zu beantworten. Wir hatten eingangs gesagt, kontroverse Diskussion erzeugen, hatten wir im Zwischenfazit schon einen Haken dran gemacht. Ich denke, das konnten wir jetzt katalytisch noch ein Stück weit ausbauen. Und die ein oder andere Frage der Kolleginnen und Kollegen konnten platziert werden. Ich denke, wir hatten ja eben schon fast einen zum Schlussstatement geeigneten Einwand, wo es hieß, dass natürlich unser gemeinsames Ziel auch in einer kontroversen Diskussion natürlich darin besteht, das System im Sinne von Patienten und dem multiprofessionellen Rettungsteam weiterzuentwickeln. Und ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Danke für den spannenden, kontroversen Austausch, die verschiedenen Blickperspektiven, mit denen Sie alle Ihren Teil dazu beigetragen haben, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort vielleicht noch einmal die Perspektive zu verschenken, vielleicht etwas mehr Klarheit zu verschaffen. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt zum Schluss damit schließen würden, dass jeder von Ihnen, ich würde wieder die Reihenfolge moderieren, vielleicht noch so einen kleinen Wunsch für den nächsten Schritt formuliert, welchen wir gemeinsam gehen sollten, um in Zukunft weiter konstruktiv, kritisch, aber auch gemeinsam daran zu arbeiten, das System weiterzuentwickeln. Und vorhin haben wir die Liste von oben begonnen, jetzt starten wir von der anderen Seite. Ralf, möchtest du beginnen? Ja, vielen Dank allen Teilnehmern an dieser Stelle. Ich wünsche mir Rechtssicherheit. Sie ist durch § 2a nicht geschaffen worden. Ich wünsche mir auch in der allgemeinen Diskussion, dass Zeitungen zum Beispiel, wie in der Süddeutschen Zeitung, ich habe es einleitend beschrieben, dann auch nicht in dem Artikel noch von Rettungssanitätern gesprochen wird. Man hat offensichtlich in der Diskussion draußen noch gar nicht erkannt, wie weit der Rettungsdienst tatsächlich ist. Dass 2a jetzt das Mittel sein soll, hier voranzutreiben, sehe ich nicht. Das ist ein 2a in einem Gesetz, das geht irgendwann unter und wird leider die interessierten Kreise, wie ich fest von überzeugt bin, ich habe am Anfang immer gesagt, das ist ein Placebo, ich befürchte, es wird Gift. Und hoffe, dass man schnell vom Gesetzgeber mal wieder reagiert und nicht wieder so lange braucht, wie nach dem Notfallsanitätergesetz zur Bereinigung, wie es ja auch in der Politik beschrieben ist, dass es schlecht war. Also ich hoffe, dass es schneller geht, Herr Dahmen. Ich drücke Ihnen die Daumen, Respekt Ihnen
denn Sie haben es auch schon bei der Lesung im Bundestag so formuliert. Okay, herzlichen Dank. Henrik Sudowe. Für mich transportiert Herr 2a den Willen des Gesetzgebers ausreichend. Ich verstehe, was damit gemeint ist, und ich fühle das als Wertschätzung für die engagierten Berufskollegen. So, das ist Punkt 1. Als zweites, als Wunsch vielleicht formuliert, ein alter Chinese hat mal gesagt, Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom. Wenn man aufhört, dann geht man unter oder treibt zurück. Und so ist das bei diesen Maßnahmen natürlich auch. Also aus didaktischer Sicht der Aufruf an alle, das, was ich heute beherrsche, beherrsche ich in 5 Jahren nicht mehr, wenn ich nicht auf dem Weg dorthin weiter am Ball bleibe. Und irgendwann kommt eben der Fall, wo man es braucht. Und dann hoffe ich, dass alle dann in diesem Moment auch tatsächlich imstande sind, diese Maßnahmen durchzuführen, die sie durch die Ausbildung erlernt haben und die sie beherrschen. Vielen Dank. Bernd Spengler. Ja, ich glaube, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass der Spirit dieses 2a, dass der gerettet werden kann, dass nämlich dieser Interessenkonflikt, der über viele Jahre von mir empfunden wurde zwischen Ärzteschaft und Rettungsdienstpersonal, dass der überwunden ist, dass man jetzt gemeinschaftlich übergreifend bestimmte Themen einfach im deutschen Rettungsdienst angeht. Und ich glaube, dass dann auch der Gesetzgeber in der Lage ist, schneller, wenn dieser Grundkonflikt jetzt beseitigt ist, vielleicht künftig bessere Regelungen zu schaffen. Und ich glaube, das müssen wir rüber retten, dass dieses einheitliche Verständnis da ist. Dr. Florian Reiferscheid. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, dass wir stärker den Blick darauf richten müssen, dass wir den Rettungsdienst als spannende und interprofessionelle Herausforderung wahrnehmen müssen und nun gemeinsam interprofessionell uns in dem Sinne, wie das tagtäglich tausendfach auf den Straßen passiert, stärker mit der wirklich bestmöglichen Versorgung des Notfallpatienten auseinandersetzen sollten. Also das, glaube ich, muss das gemeinsame Ziel sein, das jetzt zu verbessern. Marco König. Ich möchte mich Henrik Sudowes Schlussworten anschließen, und ich weiß, dass es viele andere Juristen gibt, die das durchaus anders sehen, als Herr Triess hier vorgetragen hat. Wir werden hoffentlich jetzt deutlich weniger Auseinandersetzungen vorm Arbeitsgericht haben. Ich bin da ganz guter Dinge und bitte alle Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Das ist ein ganz toller Beruf, den lassen wir uns nicht madig machen. Und wir werden nach dem 26. September diesen Jahres schauen, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist. Und ich hoffe, Herr Dahm kann sich aufraffen, nochmal anzutreten. Es war einfach selbst in dieser kurzen Zeit eine Freude, mit Ihnen in Anführungsstrich zusammenzuarbeiten. Das Heilpraktikergesetz steht weiterhin natürlich auf der Agenda, aber vor allen Dingen auch das Betäubungsmittelgesetz. Vielen Dank. Dr. Ralf Kipke. Ja, vielen Dank an alle. Also war eine sehr erfrischende Diskussion. Ich sehe jetzt neue Probleme. Also sicher auf Bundesebene möchte ich mich anschließen. BTM und Heilpraktikergesetz gehören geändert. Auf Länderebene sollten die ärztlichen Leiter Rettungsdienst mehr verpflichtet werden, auch SOPs zu schreiben und Maßnahmen zu delegieren und dass auch für Fortbildung dort das zur Pflicht wird, auch mit Zertifizierung und so weiter. Und auf kommunaler Ebene, ja, dass engagierte und kooperative ärztliche Leiter Rettungsdienst mindestens den Pyramidenprozess umsetzen und sowas wie Maßnahmen verbieten, das verstehe ich nicht, weil wir wollen ja alle den Patienten helfen, und ich denke, am besten den Patienten geholfen mit Rettungsdienstlern, die große Rechtssicherheit haben und sich wertgeschätzt fühlen und dadurch auch motiviert sind. Vielen Dank. Professor Gordon Heringhausen. Ja, die Diskussion war sehr rechtslastig, das war zu erwarten heute. Das ist halt das spannende Thema. Ich wünsche mir, dass sich der Rettungsdienst als eines der, ja, aus meiner Sicht schönsten und spannendsten Berufsfelder weiter professionalisiert. Vielleicht auch in diese Richtung, wie es Kollege Reiferscheid mehrmals skizziert hat, interprofessionell. Und ich wünsche mir für den Rettungsdienst einerseits Rechtssicherheit, Klarheit zukünftig und, ja, mit dem Blick auf unsere heutige Präsenz hier in dieser Männerrunde doch ein bisschen mehr Mut zur Weiblichkeit, auch für diese Art von Diskussionsrunden. Denn ich denke, das würde vielleicht dem Rettungsdienst insgesamt auch gut stehen.
Okay, Dr. Janne Stamen. Ja, dem letzten Punkt kann ich mich ausdrücklich anschließen. Das würde ich auch gut finden und auch angemessen und zeitgemäß finden. Aber nach vorne geblickt vielleicht nochmal der Appell. Wir haben heute ja eine Diskussion geführt, die auch gerade für alle die, die schon lange Zeit dabei sind, doch wenn man etwas rauszoomt, als eine sehr deutsche Diskussion in ihrer Kleinteiligkeit und auch Selbstbezogenheit anzusehen ist. Und wenn wir uns von ja dem deutschen Sprachraum etwas lösen, der ja irgendwie in seiner Größe auch einfach eine große Selbstzentriertheit mit sich bringt, dann sehen wir ja schon gerade im europäischen Umfeld, wie sehr sich Notfallmedizin verändert hat, professionalisiert hat und auch emanzipiert hat als ein eigener Fachbereich und eigener Teil. Und ich glaube, es ist würde uns in Deutschland gut zu Gesicht stehen, wenn wir uns da ein Stück weit Beispiel nehmen, auch an dem einen oder anderen kleineren Nachbarn in unserem Umfeld, der es geschafft hat, in den letzten Jahren Erstaunliches dort weiterzuentwickeln, und zwar zum Nutzen der Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, wir sollten gerade auch in diesem Sinne uns daran machen, eben nicht nur um Koniotomie, Defibrillation oder auch Intubation zu reden, sondern einfach moderne Notfallmedizin, die ja in ihrem Spektrum, in ihrem Auftrag, in dem, was Versorgung, Notlagen von Menschen heute bedeutet, vielfältiger ist und umfangreicher ist als alles das, was wir im Kern vielleicht in einem Pyramidenprozess oder in einer Debatte der letzten 20 Jahre abgebildet sehen. Und ich glaube, hier liegt auch ein Stück weit die Notwendigkeit drin, wenn wir Versorgung besser machen wollen. Das hat nicht zuletzt gerade die Pandemie gezeigt. Und ich bin eigentlich guter Dinge. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass nicht nur die Diskussion heute gezeigt hat, sondern auch viele Gespräche der letzten Wochen, dass es eine ganze Reihe konstruktiver Kräfte gibt, die da auch in einem Ziel geeint sind. Und wenn wir auf dem Weg weitergehen, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Okay, liebe Leserinnen, liebe Leser, werte Gäste, herzlichen Dank für die Zeit und den spannenden Austausch. Ich würde sagen, packen wir es an, bleiben Sie gesund und vor allem zuversichtlich. Bis dahin. Schöne Zeit.